Los, rutsch! Was war denn? Weit kann es nicht mehr sein, dann muss Kerlach-Kronau kommen. Temperaturen 2 bis 4 Grad. Örtlich besteht die Gefahr von Nachtfrost. Das waren Nachrichten vom Südfunk Stuttgart. Die nächsten Nachrichten hören Sie um 2 Uhr. Und jetzt bittet die Kriminalpolizei um Ihre Aufmerksamkeit. In den Abendstunden gelang es 2 Strafgefangenen aus der Haftanstalt Bruchsal auszubrechen. Es handelt sich um den wegen Mordes und zweifachen schweren Raubes verurteilten Ludwig van Ammen, 34 Jahre alt, und den 28 Jahre alten Erwin Scholl, der eine Gefängnisstrafe wegen räuberischer Erpressung und bewaffneten Überfalls verbüßt. Die Bevölkerung wird gebeten, nicht auf eigene Faust zu handeln, wenn verdächtige Personen beobachtet werden, sondern sofort die Polizei zu benachrichtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Flüchtigen im Besitz von Schusswaffen sind. Besonders Autofahrer in der Umgebung von Bruchsal werden gewarnt, unbekannte Personen mitzunehmen. Beide Ausbrecher tragen vermutlich Anstaltskleidung. Da können die lange suchen. Auf alle Fälle hat der erste Teil prima geklappt. Wenn der zweite nur halb so gut läuft, bin ich bald aus der Scheiße raus. Aha. Pass auf. Jetzt muss gleich Kerlach-Kronau kommen. Da müssen wir runter von der Autobahn. Wieso runter? Umdrehen, wir müssen in die andere Richtung. Die Richtung ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kommen weg hier aus dieser Gegend. Wenn du mich in Karlsruhe abgesetzt hast, kannst du fahren, wohin du willst. Da kommt die Ausfahrt. Fahr raus! Halt die Fresse! Idiot, wenn du geradeaus fährst, kommen wir genau nach Frankfurt! Na und? Du Schwein, ich habe extra gesorgt! Ohne mich wärst du doch gar nicht hier! Passiert Ihnen nichts. Machen Sie die andere Tür auf. Los. Steigen Sie ein und rutschen Sie durch. Wohin fahren Sie? Nach Baden-Baden. Die habe ich nur, weil ich in Eile bin. Ich habe keine Zeit zu warten, bis mich jemand freiwillig mitnimmt. Das ist aber nicht... Nun machen Sie schon, fahren Sie los. Mal Richtung Karlsruhe, dann sehen wir weiter.
was? Anhalten, rechts ranfahren und anhalten. Bisschen alt, hm? Ich? Das Bild. Vielleicht 2 Jahre. Stimmt die Adresse noch? Ja, warum? Hausmann Irene. Baden-Baden, Lichtenthaler Allee 112. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, irgendjemandem etwas von mir zu erzählen. Ich komme Sie sonst besuchen. Was? Ich habe ihn ja gar nichts her, der ist ja von hinten gekommen. Aber Sie haben da eben genickt? Ja, weil ich mein Jackett erkannt habe. Das kann ich ja nicht mehr brauchen. Hatten Sie nicht eben gesagt, dass man Ihnen auch einen Mantel abgenommen hat? Doch. Haben Sie den Mantel gefunden? Nein. Der muss doch aber irgendwo sein, oder? Das war so ein Gabardinmantel. Was ist mit der Anstaltskleidung? Seine Jacke haben wir am Autobahnparkplatz gefunden. Entschuldigen Sie, könnte ich meine Papiere wieder haben, mein Brieftasch? Bitte. Eine Jacke. Taschen sind leer. Wo hatten Sie denn Ihre Papiere? Ja, immer da oben drin. Alles leer. Merkwürdig. Durchaus nicht. Dadurch wissen wir, dass er nicht allein im Auto war, sondern seinen Komplizen dabei hatte, den Scholl. Der fehlt ja immer noch. Wenn er nicht verletzt ist, ist er lange weg. Vielleicht schon in Frankfurt. Woher wollen Sie wissen, dass Sie nach Frankfurt wollten? Auf alle Fälle sind Sie nach Norden gefahren. Oder etwa nicht? Trotzdem. Vielleicht wollten Sie auch nach Süden. Entschuldigung, Herr Kommissar. Aber da ist Norden. Da ist Süden. Und hier ist eine Ausfahrt. Der Wagen wurde etwa 8 Kilometer südlich von hier auf einem Parkplatz gestohlen. Auf einem Parkplatz an dieser Fahrspur. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es zwischen diesem Parkplatz und hier keine Ausfahrt, oder? Das ist richtig. Die beiden mussten also in jedem Falle, wohin sie auch immer fahren wollten, bis hierher in dieser Richtung fahren. Mhm. Aber warum hätten die denn hier umkehren sollen? Das ist wirklich eine gute Frage. Soll das heißen, Sie kennen keinen Herrn Börle? Wieso? Sie kennen den Leiter vom Wachdienst hier nicht? Wieso soll ich den nicht kennen? Natürlich kenne ich ihn. Na also. Aber der ist jetzt nicht in seinem Büro, den muss ich über Funk holen. Na und, wer hindert Sie daran? Hallo, Herr Börle. Herr Börle, bitte melden. Ja?
Klausen hier, Pförtnerhaus. Wo sind Sie gerade? Beim Ölhafen. Was ist denn? Er ist beim Ölhafen. Ich will ihn sprechen. Sagen Sie ihm, Lutz von der Kripo ist da. Herr Wörle? Ein Herr Lutz von der Kripo ist hier. Okay. Sagen Sie ihm, er soll die Hauptstraße runtergehen. Ich komme ihm entgegen. Aber verpassen Sie meinen Helm. Ich werde ihn schon wiedererkennen. Ende. Privatindustrie sind Helme Pflicht, das ist nicht so wie bei der Polizei. Aber da ist der Kopf ja auch nicht so wichtig. Das musst du ja wissen. Hast du schon die heutige Zeitung gelesen? Nee, wieso? Naja, wir haben nie darüber gesprochen. Ich meine, es geht mich auch nichts an. Ich weiß nur, was so geredet wird. Was wird denn geredet? Warum bist du eigentlich damals weg, vor 2 Jahren? Weshalb hat man dich... Aus der Polizei rausgeschmissen? Das hat man doch gar nicht. Man hat mir nur nahegelegt, von selbst zu gehen, das ist alles. Wieso? Und du hast ihn nicht geprügelt? Ich weiß nicht, was du unter Prügeln verstehst. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen hart rangenommen, aber du weißt ja selbst, dass man aus diesen Burschen sonst nichts rauskriegt. Und wenn du etwas stinkt, dann sind es Erpresser von dieser Kategorie. Na, immerhin. Ach Mensch, was ihr da heute macht, ist doch Unsinn. Womit kommt ihr nie weiter? Ich bin übrigens recht froh, dass ich da nicht mehr dabei bin. Aber sag mal, weshalb fragst du mich das alles? Kannst du dich noch an diesen Scholl erinnern? Scholl, schwach, schwach. Hätte dir nicht damals gedroht, er würde dich fertig machen, wenn er wieder rauskommt. Mensch, das tun viele. Hat doch 10 Jahre gekriegt oder sowas. Das nehme ich doch nicht ernst. Und wenn er jetzt schon wieder draußen wäre? Wieso? Wird er begnadigt? Ist getürmt. Gestern Abend. Das ist ein Schwein. Das habe ich dir doch gesagt. Du machst dir keine Sorgen. Quatsch. Hat man dir noch nie gedroht? Doch, schon. Na also. Woher willst du denn wissen, dass der Scholl in der Nähe ist? Ich dachte nur, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Außerdem weiß er doch gar nicht, dass ich jetzt hier arbeite. Also? Naja, das kann er irgendwie erfahren haben. Na, es sieht ja auch so aus, als sei er nach Norden getürmt. Mir kam nur der Gedanke plötzlich, als ich das hörte. Für alle Fälle. Mehr Gefühl als... naja. Hättest du Angst an meiner Stelle? Weiß nicht. Vermutlich. Ich würde mich vorsehen. Na, das tue ich ja. Keine Sorge. Na gut. Und falls du ihn sehen solltest, dann melde dich bei mir. So, mein Passierschein. Jawohl, alles erledigt? Ja, hätte gern meinen Hut. Jawohl, auch das. Moment. Vorsicht, Vorsicht, bitte. Mein bestes Stück. Hm? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
Auf der linken Seite jetzt der große Prozessblock Nummer 1, der seit 10 Jahren in Betrieb ist. Hier wird nun das Konglomerat Rohl das erste Mal in seine Bestandteile, in seine Fraktionen, wie wir sagen, zerlegt. Sie sehen an den verschiedenen Höhen des Turmes die Seitenströme abgehen, um weiter verarbeitet, um weiter raffiniert zu werden. Und jetzt hinter dem Tank 509, den Teil der Anlage, den wir 67 dazu gebaut haben, der weitgehend elektronisch ausgerüstet ist, sehr modern ist, nochmal eine kleine Raffinerie für sich. Die Zeugin aus Baden-Baden hat ausgesagt, dass sie Scholl hier absetzen musste, direkt an der Rheinbrücke. Also gibt es gar keine Frage, der Mann will nach Frankreich. Bin ich Ihrer Ansicht, Herr Oberrat? Der ist noch in Karlsruhe. Mein Gott, Lutz, Sie sind noch nicht so lange hier. Wir haben unsere Erfahrung. Außerdem haben wir auch diese Zeugenaussage. Eben. Die Rheinbrücke ist in der Nähe der Raffinerie und da arbeitet Wörle. Mein lieber Herr Lutz, das sind doch Romanideen. Das passiert doch im wirklichen Leben nicht. Immerhin hat Wörle Scholl damals geschnappt. Und Scholl ist doch nicht der Typ, der einfach in ein anderes Land türmt. Der arbeitet hier mit. Und das kann er nur, wenn er in Deutschland ist? Meinen Sie, in Frankreich leben da Idioten? Scholl kann in Frankreich nur arbeiten, wenn er Französisch kann. Aber er kann kein Französisch, kein Wort. Hab mich erkundigt. Beziehungsweise ich. Im Auftrag von Herrn Lutz allerdings. Nun fangen Sie nicht auch nach an, Bechtold. Lassen Sie sich ja nicht von diesem Herrn Lutz anstecken. Wissen Sie, wie viele Verbrecher jährlich ins Ausland flüchten, ohne auch nur Bitte oder Danke in der Landessprache sagen zu können? Meine These basiert nicht auf Quantität. Das hätte ich mir denken können. Sie richten sich nach Qualität. Ausgerechnet Sie. Nicht nach meiner, Herr Oberrat. Ich spreche von der Scholl'schen Qualität. Es ist auch egal. Die Entscheidung ist getroffen. Wir konzentrieren die Fahndung auf die Pfalz und die französische Grenze. Suchen Sie was? Ich dachte, ich wollte was essen eigentlich. Das ist doch ein Restaurant, oder? Das Restaurant ist heute zu. Ruhetag. Was ist denn?
Ich dachte, ich würde Sie kennen. Nee? Das war wohl ein Irrtum. Tja, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Es wird in der Nähe ja wohl noch ein anderes Restaurant geben. Wissen Sie, wo eines ist? Nein. Dann mache ich mal eine Ausnahme. Ehe Sie verhungern. Bitte. Ich will Ihnen keine Umstände machen. Danke. Kein lokulisches Mahl, aber irgendwas werden wir schon finden. Sind Sie der Koch? Wieso? Sie sehen nicht so aus. Das hier ist ja auch kein Drei-Sterne-Restaurant. Das meine ich gar nicht. Sondern? Überhaupt. Sie, dann diese Bude hier. Das passt gar nicht richtig zusammen. So? Keine Wohngegend. Zellstofffabrik und Raffinerien. Mehr gibt's doch hier nicht, oder? Nein. Und als Ausflugsgebiet sieht ja auch nicht gerade so aus, als wäre das die schönste Rheinecke. Der Rhein wird landschaftlich überschätzt. So schön ist er nirgendwo. Also jedenfalls, soweit ich ihn kenne. Dass überhaupt jemand herkommt. Ich gucke mir das noch ein paar Monate an. Wenn es dann nicht klappt, mache ich den Laden wieder dicht. Und sind viele investiert? Gerade über die Runden. Aber Maßanzug, teure Uhr und die Schuhe nicht zu vergessen. An den Schuhen erkennt man meistens, ob jemand Geld hat oder nicht. Sie beobachten wohl ziemlich gründlich, oder? Können Sie nicht lesen? Da steht Ruhetag. Ja, ich dachte... Ruhetag. Heute ist Ruhetag. Ja, steht ganz groß da. Es tut mir leid. Ich dachte nur, weil hier Licht war. Na ja, aber jetzt wissen Sie es. Der kommt auch nicht wieder. Ob der nun kommt oder nicht? Na? Der sah doch nach Geld aus. Dann will ich mich mal wieder auf die Socken machen. Sie hatten abgeschlossen. Nur damit nicht noch jemand reinkommt. Dann möchte ich gern bezahlen. Damit Sie nicht denken, ich nehme meine Gäste aus, von wegen der Schuhe und so. Und damit Sie wiederkommen, betrachten Sie sich ausnahmsweise als eingeladen. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des deutschen Fernsehens ist damit für heute beendet. Ein Blick noch auf die Uhr. Es ist jetzt 0 Uhr und 9 Minuten 09. Ich möchte Herrn Wörle sprechen, wenn es geht. Ja, das weiß ich natürlich nur, wenn er in seinem Büro ist. Hallo, Wörle? Lutz hier. Na,
Hat sich was getan bei dir? Nö, nö, keine unnötigen Sorgen. Aber es hat sich eine Zeugin gemeldet, die Scholl bei euch in der Nähe abgesetzt hat. Heute früh. Ja. Nö, sonst nichts. Also, pass schön auf, dass bei euch keiner über den Zaun klettert. Viel Spaß noch. Hundertprozentig erst nach der Obduktion. Aber zu 98% kann ich Ihnen schon jetzt sagen, dass der Mann überfahren worden ist. Das hatte ich mir auch gedacht. Naja, immerhin war es schon ganz interessant. Wieso interessant? Wenn man hier keine Spuren vom Unfall gefunden hat, nichts gehört und nichts gesehen hat und das alles vor einem Polizeirevier. Brauchen Sie mich noch? Ja, wichtig wäre zu wissen, ob der Mann hier auch gestorben ist. Das können wir anhand der Totenflecken feststellen. Die Blutentmischung und die Hypostase richten sich ja nach Druckstellen, nach der Lage des Toten. Und Sie haben keinerlei Unfallspuren entdeckt? Nein, auch nichts gehört. Und ich habe selbst Nachtdienst gehabt. Aber das kann man ja überhört haben. Nachts? Zweifeln Sie daran, dass der Mann hier ums Leben gekommen ist? Sehr sogar. Dieser Mann ist nämlich vorgestern Abend aus der Haftanstalt Bruchsal ausgebrochen. Also überfahren ist er ziemlich sicher. Ich wäre Ihnen jedenfalls sehr dankbar, wenn Sie genau die Totenflecken ansehen und nach Schatten suchen würden, wo vorher welche waren, die inzwischen gewandert sind. Totenflecke wandern? Natürlich. Noch einige Stunden danach, wenn die Leiche anders gelagert wird, also an anderen Stellen gedrückt wird. Wie lange, glauben Sie, Herr Doktor, ist er schon tot? Das ist schwer zu sagen. Die Totenstarre ist schon eingetreten. Sie erfolgt 2 bis 12 Stunden danach. Je nach Temperatur, Feuchtigkeit und dergleichen mehr. Also 2 Stunden ist er bestimmt schon tot? Sicher. Mindestens 2 Stunden soll er also hier mitten in der Stadt vor einem Polizeirevier unbemerkt gelegen haben. Ach so, ja, mir fehlt noch die Brieftasche. Ach, Sie an. Na, der Erkennungsdienst muss gleich hier sein. Würden Sie mal so nett sein und dem Telefonbuch nachsehen, ob diese Seite aus dem Karlsruher ist? Benneter Benching Bentmann. Tja, viel ist es nicht, aber immerhin wird sich der Oberrat freuen. Wegen der Fahndung? Die kann denn nun abgebrochen werden? Da wurde er halt suchen lassen, war es sowieso falsch. Er hat gedacht, der Herr will nach Frankreich. Ich war da etwas anderer Meinung. Es ist Karlsruhe. Darf ich mal telefonieren? Wollen Sie die Leute jetzt alle anrufen? Welche Leute? Na, von der Telefonbuchseite. Ach, ich will mein Büro. Wieso sollte ich die Leute anrufen? Na jo, fragen vielleicht, ob Sie den Scholl kennen oder so. Erstmal muss ich wissen, weshalb er Sie anrufen wollte, wenn er es überhaupt vorhat. Wollen Sie denn... Herr Lott, ja? Ja, hier ist Lutz. Herr Bechtold? Ich... Ach, ist das ein Idiot. Sagen Sie ihm, ich komme, sobald ich kann. Wir können dann alles andere besprechen. Aber bleiben Sie im Präsidium, bis ich komme. Der Chef hat mal wieder Sehnsucht nach mir. Wenn Sie glauben, Sie könnten sich hier die Arbeit suchen, die Ihnen Spaß macht,
Und die lassen die keinen Spaß machen. Ich arbeite nach sachlichen Prioritäten. Würden Sie die Güte haben, mich ausreden zu lassen? Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie etwa 12 ungeklärte Fälle zu bearbeiten. Ich habe sie nicht gezählt, aber das kann hinkommen. Nun hat man mir vorhin berichtet, Sie haben sich da einen eigenen Fall konstruiert. Sie versuchen, einen Verkehrsunfall als Mord aufzubauschen. Bitte? Sie wollten was sagen, dachte ich. Allerdings, ich möchte, dass angefangene Arbeit erledigt wird, bevor neue begonnen wird. Das ist doch mein Prinzip. Da sind wir uns einig. Vermutlich. Aber die angefangenen Fälle, die Sie mir auf den Tisch gelegt haben, sind mindestens 2 Jahre alt. Es wäre doch kriminaltaktischer Schwachsinn, wenn wir bei einem akuten Fall so lange warten würden, bis die frischen Spuren vertrocknet sind. Vorausgesetzt, sie existieren. In diesem Fall allerdings. Selbst wenn Sie recht hätten, was Sie vermutlich nicht haben, das war ein Unfall. Aber selbst mal unterstellt, es wäre Mord. Wer ist ermordet worden? Ein Gewaltverbrecher. Ein Mann, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Wer sollte daran wohl ein Interesse haben? Gerade weil das Motiv so undurchsichtig ist, ist der Fall so besonders interessant. Der Mann wurde irgendwo überfahren. Dann legte man ihn ausgerechnet vor ein Polizeirevier, damit wir ihn schnell finden. Vielleicht wollte jemand, dass die Fahndung abgebrochen wird. Das ist doch absurd. Vielleicht. Nach meinen Informationen gibt es hier in der Gegend über 3 Restaurants. Da drüben Gut Maxau, dann hier die Rheinterrassen und bei der Raffinerie eine Tankstelle mit Restaurant. Da. Dann gehen Sie ins Gut Maxau. Aber glauben Sie nicht, dass das Essen auf Spesen geht. Ich gehe in die Rheinterrassen und in einer Stunde treffen wir uns in der Tankstelle, klar? Alles? Haben Sie die Fotos? Von Scholl. Nur eins, das Fahndungsfoto. Nicht das von heute Morgen, von der Leiche? Nein. Danke. Moment mal. Und nehmen Sie auch Erdbeeren, ja? Gut. Karte, bitte. Danke. Ist das hier immer so leer? Oh, das ist ganz verschieden. Mal ist es rappelvoll, dann ist es wieder leer. Es kommt halt aufs Wetter an. Und auf die Saison überhaupt. In der Saison ist es immer voll. Wie war es denn gestern? Gestern war zu, Dienstag ist Ruhetag. Ach so. Ich nehme... Ja, was ist das? Hier steht Bratfisch? Das sind heute Rotaugen. Die sind sehr zu empfehlen. Die sind ganz frisch. Da nehme ich die. Gut. Mit Brot oder Salat? Brot und ein kleines Bier. Das ist recht. Fünf 30, bitte. 10, 40, 50, 6, 7, 8, 9. 10. Danke schön. Auch danke. Ja, meine Frau. Herr Wendt, ich grüße Sie. Entschuldigen Sie, dass wir ein bisschen... Ich könnte das machen, wenn ich bitte. Schön. Darf ich helfen? Ja, danke. Sehr. Ja. Entschärfen. Ein Trockner.
Na, lässt du dich auch wieder mal hier blicken? Bin nämlich in der Privatwirtschaft. Hab nicht so viel Zeit wie du. Ein bisschen Sport würde dir nicht schaden. Bei deinem Bauch? Man wird nicht feucht, du bist ja nur geduldet. Na hör mal, die brauchen mich doch in ihrer Faustballmannschaft. Hast du einen Moment Zeit für mich? Ja, wenn es wichtig ist. Ach, ist überhaupt nicht wichtig. Können wir nach draußen gehen? Ja, warum nicht? Dass du dich nicht erkältest. Wie du um meine Gesundheit besorgt bist. Ich bin überzeugt, dass er ermordet worden ist. Woher willst du das wissen? Sagt das der Arzt? Na, der ist noch nicht fertig. Aber überleg mal selbst. Damals hier bei der Verhandlung in Karlsruhe. Da stand er plötzlich auf und schrie, wenn ich jemals rauskommen soll, dann mache ich nicht mehr. Ein Mann türmt aus dem Gefängnis, dann wird er gefunden, tot, ausgerechnet von der Polizeiwache. Verkehrsunfälle gibt's doch überall, auch vor Polizeidienststellen. Da muss aber der lebende Scholl da spazieren gegangen sein. Meinst du, der ist so behämmert? Tja, wenn er nun also wirklich woanders. Also, er ist an einer anderen Stelle durch Zufall überfahren worden. Noch nicht ganz tot, schleppt er sich zur Polizei, bricht vor der Tür zusammen. Hm? Nee. Oder derjenige, der den Unfall verursacht hat, bekommt ein schlechtes Gewissen, will ihn retten und... Oder bringt ihn ins Krankenhaus, oder hätte ihn wenigstens vom Eingang abgelegt. Also ermordet, vorsätzlich. Oder Notwehr oder sowas. Na gut. Kannst du dir ein Motiv vorstellen? Zuchthäusler, ein paar Jahre gesessen, dann draußen. Ich habe mir die Akten angesehen. Irgendwelche versteckte Beute gibt's auch nicht. Ja, das weiß ich. Na und? Na und? Was denn da und? Ein Motiv. Na, woher soll ich das denn wissen? Es hätte ja sein können, dass er dich gefunden hätte. Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, ganz klar ist nein. Ich habe ihn weder gesehen, noch mit ihm besprochen, noch sonst irgendwie Kontakt mit ihm gehabt. Alles, was ich weiß, habe ich von dir und aus der Zeitung. Tja, das sieht nicht gut aus. Da glaubst du mir vielleicht nicht? Doch, natürlich. Hör zu, Lutz. Angenommen, ich hätte ihn wirklich... Du hättest in jedem Fall ein Notwehr geltend machen können. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn ich nicht so einen dämlichen Chef hätte, würde ich gar nicht hier sein. Was denn, glaubt der das vielleicht? Noch nicht. Aber wenn er den Obduktionsbericht hat, ein paar andere Informationen aus dem Labor... Was denn für andere Informationen? Na, es könnte beispielsweise sein, dass man an seinen Schuhen oder an anderen Kleidungsstücken Spuren von Sand gefunden hätte. Oder andere Erde, die nur von der Raffinerie stammen könnte. Du weißt ja, dass sowas mit. Ach, du meinst ein bisschen Benzin im Sand? Nicht unbedingt, aber spezifisch ist sicher. Du meinst also, wenn er ermordet wurde in den 24 Stunden, wo er draußen war und wenn das in der Nähe der Raffinerie geschehen ist, dann... Ein Mercedes kann man sich offenbar auch in der freien Wirtschaft nicht leisten, oder? Was? Na, wolltest du denn nicht immer einen Mercedes kaufen? Na, hab ich doch. Ich habe ihn nur zum Waschen gegeben. Willst du die Adresse von der Garage haben? Warum warten Sie ihn hier draußen? Na, drin war ich schon. Bisschen später geworden, was? Haben Sie schon Ihren Kaffee getrunken? Schon drei. Wollen Sie gar nicht wissen, ob ich was erfahren habe? Ich bin sicher, dass Sie nichts erfahren haben, oder? Nein, nichts. Sonst hätten Sie es ja wohl gleich gesagt. Wollen Sie da noch rein? Kann darauf verzichten. Also, steigen Sie ein. Geben Sie mir meine Tüte. Soll ich das nicht machen? Ich will Sie nicht überfordern.
Nein. Um 16 Uhr. Die Pipeline wird heute erst um 16 Uhr geschaltet. Bestimmt. Das war doch sowieso geplant. Nein, 14 Uhr sollte es heute sein. Es kam von Ingolstadt. Da möchte ich mal wissen, wann die Ölprobe kommt. Warten Sie es halt ab. Herr Kommissar! Herr Lutz! Kommen Sie mal schnell! Was ist denn das? Das ist nichts. Warten Sie mal einen Augenblick. Labor? Nein, der ist zu Tisch. Ja, kann ich. Danke. Was ist beim Gaskompressor herausgekommen? Eine sehr schlechte Trennung. Der dritte Peak hat wieder alle C2- und C3-Verbindungen übereinander gebracht. Bei den C4-Verbindungen ist die Trennung etwas besser. Die C5-KW sind okay. Hm. Ist denn der Prozentsatz für den Ungesättigten ausreichend? Keineswegs. Die sind mit der Temperatur viel zu niedrig gefahren. Immer dasselbe. Wenn Sie wenigstens die Verweilzeit etwas ausgedehnt hätten. Ja, dann müssen wir den ganzen Versuch wiederholen. Aber diesmal warten wir, bis Benz da ist. Haben Sie das eingestellt? Ja, nur ein bisschen dran gedreht, auf UKW. Hm. Dann nehmen Sie mal die Tüten und fahren Sie mit dem Taxi ins Präsidium. Die Erdproben müssen gleich untersucht werden. Ja, und Sie, wollen Sie... Ich werde mich mal ein bisschen mit dem Herrn Esso-Direktor unterhalten. Lassen Sie das, so wie es ist. Nichts verändern. Aber warum nicht hier in meinem Büro? Ich möchte Ihnen was zeigen, draußen. Ich verstehe noch immer nicht ganz. Ich erkläre es Ihnen nachher. Sie meinen, ich soll mitkommen, sofort? Ja, bitte, Herr Direktor. Ja, dann gehen wir also. Das brauchen Sie ja jetzt nicht. Wieso? Bitte. Gestatten Sie bitte. Du, warum nehmen Sie mir meinen Kugel? Aber die Brieftasche lassen Sie mir, ja? Mein Auto steht da drüben. Aber Sie wollten mir doch hier etwas zeigen, in der Raffinerie. Ja, das will ich auch. Jetzt wollen Sie wegfahren mit mir? Nein. Ja, bitte. Ideen habe ich sie manchmal. Oh, im letzten Jahr sind wir sogar quer durch Schweden gelaufen. Da sieht man doch was von der Landschaft. Und die Luft, einfach herrlich. Aber als Urlaub, da kommt man doch komplett geschlagen wieder heim, also ich weiß nicht. Ich erhole mich nur so. Ist das Körper? Woher soll ich das wissen? Das klingt wie Körper. Aber quer durch Schweden. Und wenn Sie jetzt das in Griechenland machen, das sind doch lauter Berge oder das weiß ich. In Schweden doch auch. Vielleicht habe ich kürzere Strecken. Ich mache mir doch keinen Tagesplan. Herr Grauber, achten Sie aber auf den Druck, dass wir die gleichen darauf können Sie verlassen. Wir werden das Kupfer durch Mangan austauschen. Ja, ja, dann entsteht eine Komplexverbindung mit Doppelbindung. Genau, ähnlich der alten C12H14CU, NOC215CU. Ausgezeichnet, machen Sie das. Das reicht. Verstehen Sie jetzt, warum ich Ihnen vorhin im Büro nichts weiter erklären konnte? Die Frau, das war Fräulein Dr. Heime, die hat genau diesen Tonfall. Und was bedeutet das alles? Haben Sie ein spezielles Radio? Nein, das kann aus jedem Radio kommen. Wir haben das vorhin zufällig eingeschaltet. Ja, aber das Gespräch da war bei uns im Labor, da bin ich ganz sicher. Ich auch. Also, soll das heißen, dass da Abhörgeräte installiert sind? Sogenannte Minispione oder Wanzen, wie Sie sie immer nennen wollen. Bei uns im Labor? Okay, Sie haben doch keine Geheimnisse. Darüber würde ich mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Ja, bitte. Aber nicht in Ihrem Büro. Wir können ja zusammen essen gehen heute Abend. Ich würde gerne überprüfen, wo in Ihrem Labor diese Dinger sind. Ja. Sie haben doch sicher ein Interesse daran, dass wir sie finden, oder? Können Sie denn das? Ja, ich glaube, wir haben im Präsidium so einen Spezialisten, der mit sowas experimentiert. Ja. Aber... Allerdings, ich würde das gerne nach Feierabend machen. Je später, je besser. Ja, aber ich müsste...
Ja? Also, wenn Sie einen meiner Mitarbeiter im Verdacht haben, dann müsste ich vorher unsere Zentrale informieren. Das meiste, was wir machen, ist allgemein bekannt. Da gibt es nichts. Wie unsere Produkte hergestellt werden, weiß jeder. Sie sagten eben, das meiste ist bekannt. Ja, ein paar Details nicht. Vielleicht die Temperatur, in der wir fahren. Im Forschungslabor, jetzt natürlich im Zusammenhang mit Zusätzen, mit einer neuen Motorenölsorte. Ja, da hat jeder so seine Spezialitäten. Ist das nun für die Konkurrenz interessant oder fürs Ausland? Ja, die Mineralölkonzerne sind ja international. Also da würde ich sagen, kann man nicht trennen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Konkurrenz so etwas machen würde. Das ist absolut unvorstellbar. Vielleicht Japaner oder Chinesen, die interessieren sich doch für alles, oder? Oder nicht? Naja, ich sag dir doch schon, wir haben keine Geheimnisse. Weniger, haben Sie gesagt. Naja, aber wer soll die Leute denn beauftragen? Unsere Konkurrenz bestimmt nicht. Also wir würden das auf gar keinen Fall tun. Im Gegenteil, wenn zu uns jemand kommen würde und uns etwas über die Konkurrenz anbieten würde. Ja? Ich würde den Mann anzeigen. Ja, in Zürich gibt es ja eine richtige Börse für Industriegeheimnisse, die durch Spionage... Das sollte Ihr Spezialist nicht schon längst hier sein? Ja, der wird gleich kommen, aber erwarten Sie nicht zu viel. Das ist kein ausgebildeter Spezialist für Elektronik. Hm? So was haben wir gar nicht bei der Polizei. Der macht das eher privat, so als Bastler, wissen Sie? Mhm. Dankeschön. Ich glaube, im Krieg hat er sogar irgendwas zum Radar erfunden. Mhm. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja. Sie quetschen einen ja ganz schön aus. Kann es sein, dass sich jemand dafür interessiert, welche Grundöle Sie verwenden und zu welchen Konditionen Sie die einkaufen? Ja, wie meinen Sie das? Es ist doch wohl ein Unterschied, ob Sie Rohöle aus Pennsylvania benutzen oder aus deutscher Produktion. Nordsee. Und vielleicht ist es auch interessant, wen Sie mit dem neuen Motoröl beliefern. Na, wir versorgen nur unser eigenes Netz. Aber sicher spielt auch der Preis eine Rolle. Was ist mit Kaffee? Uschi? Uschi? Zwei Kaffee, ja? Preise und Rabatte. Ja, möglicherweise, ja. Aber das können Sie auch aus... Sie haben Glück, unser Spezialist ist angetroffen. Herr Kreuzer, Dr. Stockinger. Angenehm. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kreuzer. Dass das so lange dauert. Wollen wir nicht wieder rübergehen? Nee. Nee, lass den mal alleine machen. Hier ist es auch viel gemütlicher. Und wann kommt man schon mal dazu, ein bisschen zu quatschen? Du meinst über Scholl zum Beispiel. Zum Beispiel. Wenn du nicht so ein gutes Alibi hättest. Findest du es so gut? Frag meine Leute, ich fahre hier ziemlich oft allein herum. Auch nachts. Du hättest das Gelände ja gar nicht verlassen können, ohne dass sich der Pförtner sieht. Ach nee. Du hast ihn also gefragt? Selbstverständlich. Ist was? Nö.
wieso meinst du, dass dein Alibi nicht so dicht ist? Hey, ich hab dich was gefragt. Ich wollte sagen, ich hätte ja nicht beim Pförtner vorbeigehen müssen. Ich hätte ja über den Zaun klettern können. Die Zeiten, wo meine Leute Streife gehen, die kenne ich doch im Schlaf. Oder er ist über den Zaun geklettert. Scholl. Er hat dich gesehen, klettert drüber, will ich fertig machen. Aber du hast ihn zuerst gesehen. Oder er hat dich nicht richtig erwischt. Und so konntest du ihn deinerseits erledigen. Du glaubst aber nicht an diese Version. Weil du mir das nicht zutraust, oder? Zutrauen? Na ja, also dann, weil du mich für clever genug hältst, dass ich auf Notwehr plädiert hätte. Was ja auch der Fall gewesen wäre. Erstens das. Ja. Und zweitens? Scholl ist am frühen Morgen in Karlsruhe vor dem 6. Polizeirevier aufgefunden worden. Warum hättest ausgerechnet du ihn dorthin transportieren sollen? Musst du so laut sein? Das ist aber interessant. Wieder eine Variante. Was ist denn das jetzt? Hier, gucken Sie sich das mal an. Ja, ja, gleich. War jemand hier eben? Nein, wieso? Jemand hier reingegangen ist. Zumindest mal an der Tür. Welche Nummer hat denn der Pförtner? 443. Aber ich kann hier auch mal rübergehen. Ich möchte gern wissen, ob jemand in der letzten Viertelstunde gekommen ist. Lutz, Kriminalpolizei. Wie war das? So. Ah ja, vielen Dank. Und Dr. Benz ist aber schon wieder weg. Benz ist, vergessen. Benz ist einer unserer Chemiker. Ja, der vergisst oft was, das ist so ein zerstreuter Professor. Ja, als Wissenschaftler ist er ungewöhnlich tüchtig. Und Sie haben alles gefunden, was wir gesucht haben? Ja, ich hoffe, dass das alles ist. Ja, ich müsste vielleicht noch mal die Telefone durchsehen. Diese Wanzen hier, die kann ich anpeilen, weil ihre Sender Energie liefern ständig. Der Telefon kann ich es nur feststellen, wenn gesprochen wird. Und auch dann ist es sehr kompliziert. Hier kann ein Mikro drin sein oder auch nicht. Das kann ich von außen nicht feststellen. Da kann ich auch mit meinen Peilgeräten nichts machen. Den Strom liefert das Telefon. Und bei denen kommt der Strom aus einer Batterie? Ja. Ja, wie lange hält sowas? Das kann ich so aus dem Hut nicht sagen. Man kann die Energie entweder dazu verwenden, dass der Sender möglichst große Entfernungen überbrückt, oder aber, dass er möglichst lange arbeitet. Ja, und ungefähr. Ungefähr. Ich würde sagen, bei diesen Dingern Betriebsdauer 50 bis 100 Stunden. Und Reichweite zwischen 400 und 2000 Meter. Also das heißt, derjenige, der abhört, braucht nicht unbedingt auf unserem Gelände zu sein. Nein. Ja, aber dann müsste er alle paar Tage die Batterien auswechseln. Ja, das müsste er. Also hat der Mann doch irgendwas mit der Raffinerie zu tun. Das ist aber äußerst unangenehm. Herr Kommissar? Ja, entschuldigen. Ich hatte Sie gefragt. Ja, Entschuldigung, aber ich muss gleich ins Präsidium. Was ist denn los? Sie sind ja plötzlich so abwesend. Ja, ist überhaupt nichts los. Mir ist noch was eingefallen. Mhm. Ja, was sollte nun geschehen hier, Ihrer Meinung nach? Ja, es müsste alles gründlich überprüft werden und ich würde an Ihrer Stelle Anzeige erstatten. Dann muss ich erst mal mit Hamburg telefonieren. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ne? Ja, ich hoffe, Sie verstehen das.
ist denn mit Herrn Lutz los? Keine Ahnung. Ich kenne ihn ja kaum. Wie schreibt sich in dieser Dr. Benz, der eben hier war? Wie der sich schreibt? Hm? Ja, mit Z, TZ oder was weiß ich noch alles. Was? Ganz normal, wie man spricht, Benz. Warum ist da was? Was ist denn das für ein Mann? Ach, ganz normal, muss von Haus aus ziemlich viel Geld haben. Ziemlich elegant und so, teure Autos, weite Reisen. Junggeselle übrigens. War vorher in Hamburg, in der Zentrale. Wie schön. Jeden Tag haben Sie einen anderen Täter. Gestern war es noch Wörle, heute ist es dieser Dr. Benz und ich möchte wetten, morgen haben Sie einen dritten. Die Sache mit dem Minispion hat das ganze Bild geändert, Herr Oberrat. Wahrscheinlich ist diese ganze Raffinerie sozusagen verwanzt. Wir müssen noch mal... Na schön, aber diese Sache fällt unter die Rubrik Industriespionage. Da können wir doch nichts unternehmen, solange die Firma keine Anzeige erstattet. Wir haben einen Mord aufzuklären. Und nach allem, was wir wissen, hängt beides miteinander zusammen. Wissen? Was wissen Sie denn? Sie wissen fast überhaupt nichts. Vor allem wissen Sie nicht einmal, ob Ihr Ausbrecher überhaupt ermordet worden ist. Der Laborbericht hat eindeutig ergeben, dass sich Scholl vor seinem Tod in der Nähe der Raffinerie aufgehalten haben muss. Das zeigen Bodenspuren an seinen Schuhen. Na und? Außerdem ist Scholl nicht vor dem 6. Polizeirevier gestorben. Seine Leiche ist dorthin geschafft worden, das zeigen die gewanderten Totenflecken. Es muss also jemand Interesse daran gehabt haben, dass wir die Leiche schnell finden und dass die Fahndung abgebrochen wird. Aber wir wissen noch mehr. Sie vielleicht, ich weiß sehr wenig. Scholl war wegen räuberischer Erpressung vorbestraft. Punkt A. Punkt B, wir wissen, dass er diesen Teil einer Seite des Karlsruher Telefonbuchs in der Tasche hat. Und das ist zufällig die Seite, auf der sich die Telefonnummer von diesem Dr. Benz befindet. Aber auch noch circa 100 andere Namen. Allerdings. Auch ein Kaffee, Herr Oberrat? Nein. Aber angenommen, Scholl hat gewusst, dass Benz sich hier wichtige Informationen verschafft. Mit denen sehr viel Geld zu machen ist. Sehr richtig. Und will ein bisschen mitverdienen. Das ist ja seine Branche. Dann hätte Benz doch ein wunderschönes Motiv gehabt, diesen Scholl aus dem Weg zu räumen. Ihre herrliche Hypothese hat einen kleinen Haken, Herr Lutz. Woher wissen Sie denn, dass Benz mit den Wanzen was zu tun hat? Das ist richtig. Das weiß ich noch nicht. Aber das werde ich morgen erfahren, in Hamburg, bei meinem Kollegen Trimmel. Wieso? Benz war vorher lang in Hamburg. Sie wollen nach Hamburg? Sie haben doch meinen Reiseantrag schon vorhin unterschrieben. Ich? Ich habe Ihnen den doch gebracht. Außerdem hat Trimmel mir einen richtigen Mikrospezialisten genannt. Bei uns gibt's ja sowas nicht. Also Sie reisen in der Gegend rum und die Arbeit bleibt wie immer liegen. Also dann, ich dachte, Sie wollen meinen Koffer tragen. Warum? Das sah so aus. Nee, also nicht die Absicht. Danke schön. Tut mir leid, ich hätte Ihnen gern mehr geboten. Eine kleine Vorstrafe wegen Industriespionage wäre mir wirklich lieber gewesen. Oder gleich Mord, was? Wir können froh sein, dass der Benz überhaupt noch eine Kartei hat. Ja, wegen Trunkenheit am Steuer, davon habe ich gar nichts. Und bei der Esso haben Sie da was rausgefunden? Immerhin ist es ja keine Beförderung, von Hamburg nach Karlsruhe versetzt zu werden, in der gleichen Position. Also was können Sie ja am besten beurteilen. Na gut, also ich habe natürlich mit dem Personalchef gesprochen. Aber wenn da was war, dann sahen die nichts. Die halten dicht, da reden Ärzte mehr. Nett von Ihnen mit der Musik für mich. Nee, die weinen da was ein. Wie Lutz sich das vorstellt, möchte ich mal wissen. Wir können doch nicht in jedes Haus reingehen, das eine Antenne auf dem Dach hat. Fahr weiter. Boot wäre auch nicht schlecht. Oh, ich bin mehr fürs Segeln.
Ich meine als Empfangsstation. Damit ist man sogar mobil, wenn es mal brenzlig wird. Da drüben ist eine Kneipe, gehen wir ein Bier trinken. Ja. So, jetzt können Sie mich nicht mehr verhaften. Wieso? Ja, eben war das Gerät noch betriebsbereit. Nach dem Gesetz zumindest. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich die Batterie rausgenommen. Jetzt können Sie ein solches Gerät kaufen und dürfen das auch besitzen. Und verkaufen? Das ist richtig. Darf ich mal? Sehen Sie, da haben Sie alles drin. Mikrofon, Verstärker und Sender. Und nicht größer als ein Stückchen Würfelzucker. Sie können das natürlich auch in anderen Geräten haben. In einer Halskette oder in einem Schuhabsatz oder beispielsweise in einem Aschenbecher. Und die Mikrofone sind so empfindlich, dass sie aus 10 Meter Entfernung noch ein geflüstertes Wort aufnehmen können, selbst durch 2 Zentimeter Holz. Und die Batterien? Ja, mit dieser Batterie arbeitet das Gerät 80 Stunden. Sie können natürlich auch ein anderes Gerät benutzen, ohne Batterie, zum Beispiel ein Modul. Das schließen Sie irgendwo an Wechselstrom 220 Volt an, in einer Schreibmaschine, in einer Stehlampe, in einem Kühlschrank, und das Gerät arbeitet praktisch unbegrenzt. Bis man es entdeckt. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wissen Sie, das Gerät hat eine sehr schwache Ausstrahlung und das ist fast nicht zu orten. Oder fällt Ihnen zum Beispiel hier an dieser Verteilerdose etwas auf? Mir nicht. Ich will die mal aufschrauben. Sehen Sie, da haben wir wieder alles drin. Ein Mikrofon, ein Transformator, ein Verstärker und ein Sender. Und die arbeitet auch als ganz normale Verteilerdose. Und das stecken Sie so einfach in die Steckdose? Nee, nicht, wenn Sie dabei sind. Sie wissen, in der Bundesrepublik Deutschland ist der Betrieb genehmigungspflichtiger. Ja, ich will ja nicht Sie verhaften, sondern mit Ihrer Hilfe einen anderen erwischen. Na, das lohnt sich auch eher. Sie wissen, solche Leute richten wesentlich mehr Schaden an. In der Bundesrepublik einige Milliarden jährlich. Und nicht nur der Ostblock interessiert sich für unsere Industrie, sondern auch die Konkurrenz untereinander. Die Dunkelziffer dieser Delikte, die liegt bei 95%. Was sollen wir machen? Wenn die Firmen keine Anzeige erstatten, kann ich nichts unternehmen. Naja, und wenn schon. Der Gesetzgeber, der scheint Industriespionage als eine Art Kavaliersdelikt zu betrachten. Höchststrafe 3 Jahre. Ach, wir haben auch nicht die richtige Ausrüstung. Aber mein Kollege Trimmel meint, dass Sie mir vielleicht weiterhelfen können. Aber wie? Beispielsweise schon, wenn ich mit Ihrer Hilfe meinen Verdächtigen besser überwachen kann. Ich habe das leider bisher nur im Kino gesehen, aber daher weiß ich, dass man an Autos etwas anbringen kann und die dann verfolgen kann, ohne dass man selbst direkt dahinterher zu fahren braucht. Ja, richtig. Gibt's sowas? Ja, sicher. Und besser, als Sie das aus Kinos kennen. Sehen Sie, Herr Lutz, hier habe ich unsere Kraftfahrzeug-Ortungs- und Empfangsanlage und da unseren Signalgeber dazu. Da steht er. Der Elektronikfritze meinte am besten an der Hinterachse. Hoffentlich kommt Benz nicht gerade vorbei. Na, da passe ich schon auf. Ich hab dich angerufen, aber da hat man mir gesagt, du bist in Hamburg. Na, so. Bist du denn weitergekommen? Na, es geht. Im Grunde nicht. Oh, danke. Ich wollte dir vorschlagen,
falls du was über das Personal wissen willst. Ich könnte mich da leichter umhören als du. Ich meine, ich kenne die Leute ja. Aber sowas vorliegen hast du nicht. Ja, was denn zum Beispiel? Na, besondere Angaben über einzelne Angestellte, ob die da vielleicht einer bei ist, der mehr ausgibt, als er verdient, oder irgendwelche Kontakte zu Menschen hat, die... Na, Menschenskind, du bist gut. Du weißt doch ganz genau, dass wir ein unabhängiges Bewachungsunternehmen sind. Wir machen das hier nur im Auftrag. Bessere Nachtwächter. Tja, ich könnte dir eine Liste von Leuten machen, die sich hier ziemlich frei bewegen können. Aber vielleicht auch, wer ein Radio auf dem Zimmer hat. So in der Art. Relativ harmlos, aber für dich vielleicht sehr wichtig. Natürlich nur unter uns. Weil wenn das rauskommt, kriege ich Schwierigkeiten. Na, dann lass es lieber sein. So wichtig ist es ja nur auch wieder nicht. Weshalb soll ich einen alten Kollegen arbeitslos machen? Wenn du ohne mich auskommst, wäre mir auch wohler. Ich dachte nur, ich muss dir doch irgendwas anbieten. Also das ist schon ein Verdacht. Ich meine, eine einzelne Person. Im Fall Scholl, da bist du immer noch an erster Stelle. Da stört mich nur dein Alibi. Aber das Motiv ist gut. Tja, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Und in der Abhörgeschichte, da interessiert mich dieser Laborfritze, dieser Benz. Du meinst, weil er in der Nacht mal hier auftauchte? Das auch. Aber viel habe ich da auch noch nicht. Ich kann hier ein bisschen aufpassen. Und wenn mir was auffällt, dann rufe ich dich an. Naja, gut. Kannst dich darauf verlassen, dass ich alles vertraulich behandeln werde. Du, ich muss jetzt gehen. Also, tschüss. Mein Gott, wenn ich es telefonisch besprechen könnte, dann würde ich es tun. Gott, nur mach doch nicht. Ja, natürlich machst du. Wenn ich sage, ich muss es mit dir besprechen, dann nicht jetzt am Telefon. Ich kann doch hier nicht einfach weglaufen. Wir müssen die Untersuchung für PX3 heute fertig haben. Ja, dann musst du herkommen. Aber nicht vor 5. Was ist denn da für ein Unterschied? Also gut, 4 Uhr in der Kantine. Ich verstehe es nicht. Ich will wissen, was los ist, wenn du plötzlich so ein Theater machst. Ja, natürlich machst du das. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch gesagt, 4 Uhr in der Kantine. Aber viel Zeit habe ich nicht. Bis nachher. Müssen wir nicht näher ran? Wir hören ihn doch, wenn er losfährt. Aber wenn er nur in eine andere Richtung fährt? Das sehen wir doch auf unserem Gerät. Das ist doch gerade der Witz. Wir können ihn verfolgen, ohne dass er uns sieht. Jetzt kommt er. Sehen können Sie ihn nicht.
gar nicht in die Stadt rein. Bin gespannt, wo der hin will. Links rüber. Kernforschungszentrum. Das ist immer interessanter. Hier muss er irgendwo stehen. Moment, da ist er. Ich möchte nicht, dass du in irgendeine dumme Geschichte mit reingezogen wirst und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns mal eine Weile nicht sehen. Dann warum nicht? Sie haben bei uns im Werk Minispione entdeckt. Was glaubst du, wie lange die Polizei braucht? Und sie überlegt sich, was gibt es hier in Karlsruhe für andere wichtige Industrieobjekte, wo sich Werkspionage lohnt, und dann sind sie da. Wieso? Wieso? Du arbeitest in einem Kernforschungszentrum. Das ist doch so gut wie nichts geheim. Alle Forschungsergebnisse werden publiziert in der ganzen Welt. Auch im Ostblock. Und woran arbeitest du gerade? Oh, wir bestrahlen Sonderlegierungen für Brennelementhüllrohre. Das ist für die Ramag. Ja, das weiß ich. Du wolltest mir nur noch die genauen Zahlen mitteilen. Für die fallen doch überhaupt nicht in dein Gebiet. Also entschuldige bitte, das muss ich ja wohl besser beurteilen können, ja? Siehst du, ich wollte dir nämlich nur beweisen, dass es halt doch Dinge gibt, die geheim sind. Aber die würde man doch nicht ausspionieren. Wer soll denn dein Interesse dran haben? Also du bist wirklich entzückend naiv. Was glaubst du, was manche ausländische Firmen dafür geben würden, wenn sie nur hinter die Versuche kommen können, an denen du gerade arbeitest? Da wird denn sowas gemacht? Gibt's Leute, die solche Informationen kaufen oder verkaufen? Schätzchen, da sind Millionen Umsätze drin. Woher weißt du das denn so genau? Du hast doch nicht selbst was damit zu tun, hm? Das traust du mir zu. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber im Grunde genommen traue ich dir alles zu. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Unterlagen überhaupt geben soll. Sagen Sie, Fräulein, wissen Sie zufällig den Namen von der Dame, die da drüben mit dem Herrn am Fenster sitzt? Da drüben? Ach so, natürlich. Das ist Fräulein Melchinger. Also wenn du kein Vertrauen zu mir hast, dann lass es doch bitte. Du bist auf einmal so anders. Dann lass es doch. Und warum musst du die Sachen heute noch haben? Ich muss ja die Sachen gar nicht heute noch haben. Du sei doch nicht ganz so beleidigt. Ich soll nicht beleidigt sein? Wenn du so tust, als wäre ich nur mit dir zusammen, weil ich von dir Informationen kriegen kann, die ich nachher teuer verkaufen kann, das unterstellst du mir doch. Ach, überhaupt nicht. Ich habe sowas noch nicht mal angedeutet. Was hast du nicht? Schrei doch nicht so. Wer schreit denn hier? Mach doch, was du willst, aber unter solchen... Ich nimm dich doch zusammen. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe das nicht angedeutet und ich glaub's auch nicht. Ich geb dir ja die Unterlagen. Wenn du sagst, du interessierst dich wegen deiner Untersuchung dafür, dann... Zwinge dich ja nicht dazu. Ach, das weiß ich. Sie bleiben auf alle Fälle an Benz dran. Ich gehe mal rasch mich nach diesem Fräulein Melchinger erkundigen. Hm? Genau. Sei vorsichtig, die Wohnungsschlüssel sind dran. Ja, selbstverständlich. Und wir treffen uns dann der Künstlerklause. Mhm. Ja, und pass auf, der Rückwärtsgang klemmt ein bisschen. Ja, und sei pünktlich, bitte. Ja? Ja, Hauptsache, du bist pünktlich.
Wir haben hier so viele Leute auf dem Gelände beschäftigt. Selbstverständlich kann ich nicht für alle meine Hände ins Feuer legen. Aber wenn Sie sagen, dass es ja ohnehin nichts Geheimes gibt, dann ist das doch auch gar nicht nötig. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe Sie aber so verstanden. Die Ergebnisse der aus Steuergeldern finanzierten Forschung sind selbstverständlich jedermann zugänglich. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Vertragsforschung für Industriefirmen. Deren Resultate werden vertraulich behandelt. Und die Dame, von der ich sprach? Fräulein Melchinger arbeitet bereits seit über 8 Jahren hier. Sie gilt als absolut zuverlässig, integer. Es hat nie irgendwelche Beschwerden gegeben. Sind Sie immer noch in der Kantine? Sein Auto steht jedenfalls noch da. Vor dem Apparat nicht ganz. Dem können Sie mehr trauen als Ihren Augen. Na? Was habe ich gesagt? Jetzt fährt er los. Der mit dem Hut. Das muss der Kommissar gewesen sein. Ach, glaubst du, der fährt hinter dir her? Mann, der sitzt da zufällig im Kernforschungszentrum rum. Sie ist schon Gespenster. Ich sehe Gespenster. Reiß dich doch zusammen, noch ein paar Tage wird der Laden dicht. Aber du hast einfach, ich riskiere meine Existenz. Alle Fälle brauchen wir noch die Unterlagen von der Ramark. Ja, die bringt sie nachher zur Künstlerklaus, aber ich... Also ich gehe da nicht hin. Das Risiko ist mir zu groß. Du spinnst doch die ganze Zeit. Aber du hast einfach, du stehst in der Theke und schenkst dein Bier aus hier. Mit solchen Leuten wie mit dir sollte man sich gar nicht erst einlassen. Ja, hör mal, was soll denn dir schon passieren? Jetzt hält er. Wir müssen näher ran, wir müssen wissen, wo er hingeht. Nach rechts. Jetzt langsam. Ich werd verrückt. Was ist denn? Das ist die Taube, mit der sich Benz getroffen hat. Der hat uns abgehängt. Scheißgerät, wir haben ja bloß dran geblieben. Wie geht denn das Lokal? Habe ich mich erschrocken. Ich habe auf Sie gewartet. Sie auf mich? Ja. Ich bin mit Herrn Benz verabredet. Ich weiß, er hat mich ja hergeschickt. Er konnte es nicht mehr rechtzeitig einrichten. Ja, da hätte er doch anrufen können. Ja, er meldet sich nur bei Ihnen. Ach, er kommt überhaupt nicht? Also hier jedenfalls nicht. Ihm ist doch nichts passiert. Nein. Er würde gern die Sachen haben, die Sie ihm besorgt haben. Was? Na, Sie haben ihm doch Sachen besorgt. Die will er haben. Ich soll sie ihm bringen. Die gebe ich nicht aus der Hand. Das kommt gar nicht in Frage. Überhaupt kommt mir das alles sehr komisch vor. War Alfred, war Herr Benz denn überhaupt bei Ihnen im Restaurant? Ja, ist er immer noch da. Noch da? Mhm. Hätte er doch auch herkommen können. Machen Sie doch keinen Ärger. Ich will die Sachen haben. Irgendwas stimmt ja doch nicht. Schau mal nach, ob der Benz da drin ist. Den Kerl kenne ich. Das ist doch nicht Benz. Den habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Ich weiß nur im Moment nicht wo. Die lassen den Wagen von Benz stehen. Ich will wissen, wo die hinfahren. Wir bleiben dran. Aber diesmal in Sichtweite.
Rheinbrücke. Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Das ist der Wirt aus den Rheinterrassen. Geben Sie mal ins Telefon. Günther, bitte kommen. Günther 33, einrücken, Doktor. Ja, sagen Sie Bechtold Bescheid. Es geht los, wie verabredet. Polizei! Das ist ja fahrwürdig, geh weg! Sie da, Herr Dr. Benz. Ja, hier ist der Witkowski, müssen Sie her, das ist der Mann. Schnell, der wollte uns umbringen. Das glaube ich nicht. Scholl hat er auch umgebracht, ich habe es selbst gesehen. Witkowski? Drehen Sie sich bitte um. Da werden Sie nichts finden, das ist nicht Ihr Metier, was? Ich bin Chemiker drüben in der Raffinerie. Schon, aber Sie haben doch noch eine andere Geldquelle. Was ist hier eigentlich los? Wer sind Sie? Ich weiß überhaupt nichts, wer ist Scholl? Was hat Alfred mit all dem zu tun? Kennen Sie ihn schon lange? 1,5 Jahre. Warum? Sie sind beide festgenommen. Weißt du, die Herren sind von der Polizei. Sie konnten bestimmt wegen der Minispione drüben in der Raffinerie. Aber ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. No, das habe ich auch nicht behauptet. Alfred, was ist los? Haben Sie ihm Informationen von Ihrem Arbeitsplatz verschafft? Ja, er wollte sich habilitieren. Nur dafür hat er Unterlagen bekommen, sonst nichts. Das werden wir in Ruhe klären. Und Witkowski? Wer ist das wirklich? Was hat Alfred mit all dem zu tun? Vermutlich hat er von hier aus alles abgehört, oder? Ja, unten vom Boot aus. Scholl muss ihn dabei beobachtet haben. Ich war zufällig an dem Abend da, als er auch hier war. Aber ich habe natürlich erst später erfahren, wer er ist. Gehen Sie ran. Aber kein Wort von dem, was hier passiert ist, egal wer dran ist. Rheinterrassen? Nein, Benz? Witkowski? Der ist draußen. Ja, die Sachen habe ich. Gut, sag sie. Herr Lutz, wir müssen Taucher haben. Aber ich glaube nicht, dass wir den noch lebendig rauskriegen aus dem Rhein. Na, bestellen Sie Taucher. Habe ich schon. Erkennungsdienst verständigen, dann versiegeln und die beiden Herrschaften, die bringen Sie bitte ins Präsidium. Ich komme später nach. Ja.
Na, willst du doch was für deinen Körper tun? Später vielleicht. Jetzt bin ich deinetwegen hier. So. Wir haben nämlich den Mord an Scholl geklärt. Und auch das andere. Ach, wirklich? Es war ja ziemlich dusselig mit diesem Mord, was? Wie meinst du denn das? Der musste doch überhaupt nicht in den Kram gepasst haben. Hat Witkowski dir denn nicht vorher Bescheid gesagt? Du hast den Fall ja wirklich geklärt. Das hatte ich gerade gesagt. Aber jedenfalls den Mord kannst du mir nicht anhängen. Natürlich nicht. Aber ein paar andere Sachen. Ich habe übrigens eben neben Benz gestanden, als du angerufen hast. Ach ja. Aber den Mord kann ich dir wirklich nicht in die Schuhe schieben, obwohl ich es gern tun würde. Wenn dieser Vollidiot Witkowski mir wenigstens im Laufe der Nacht was gesagt hätte. Aber als ich davon hörte, war es zu spät. Da war Scholl in Karlsruhe. Als Leiche. Typische Kurzschlusshandlung. Tja, aber ein paar Kleinigkeiten hast du auch nicht gerade so gemacht, wie es zum Profi passt. Was denn? Du hast Benz ein bisschen zu deutlich gewarnt, damals nachts. Da du mich kennst, hättest du das vorsichtiger machen müssen. Ja, er hat doch immerhin für uns gearbeitet. Aber er hatte nichts mit den Wanzen zu tun. Woher weißt du das? Er hatte doch einen in seinem eigenen Telefon. Warum sollte er denn das tun? Ach ja. Außerdem musstet ihr jemanden haben, der die Dinger nicht nur im Labor versteckt und die Batterien erneuert, sondern auch im Verwaltungsgebäude und so weiter. Und da warst du natürlich ideal. Und du hast ganz schön Geld damit gemacht. Auf der Nachrichtenbörse in Zürich. Aber wissen möchte ich doch, wieso du erst jetzt drauf gekommen bist. Drauf gekommen bin ich schon lange, aber ich wollte ja wissen, wer sonst noch dazu gehört. Schließlich ist die Freundin von Benz im Kernforschungszentrum, da konnte ich kein Risiko eingehen. Eine Waffe hast du nicht bei dir, was? Wozu denn? Dich scheint das alles nicht sehr aufzuregen. Gott, würde dich das aufregen? Bei der Polizei haben sie mich schon vor ein paar Jahren rausgeschmissen. Und sowas wie das, da kriege ich doch jederzeit wieder. Aber erstmal musst du brummen. Kennst du die Höchststrafe für Industriespionage? Und außerdem liegt dir noch keine Anzeige vor. Oder? Endlich. Gehen Sie da bloß nicht rein. Was ist denn? Machen Sie das immer so? Was? Sie nehmen ein paar Verdächtige fest, lassen Sie ins Präsidium bringen. Und Sie, was machen Sie? Ich bringe Herrn Wörle. Das ist der Oberrat Dr. Mangold. Herrn Wörle, Ihren Freund. Sie haben einen wichtigen Fall von Industriespionage zu klären. Und dann Mord. Aber Sie gehen spazieren. Die Vernehmung überlassen Sie seelenruhig irgendjemand. Herr Benz ist nur ein kleiner Fisch und seine Freundin vermutlich ahnungslos. Ach nee, auf einmal? Erst war es Herr Wörle. Wissen Sie, dass Ihr Freund Sie in Verdacht hatte? Aber dann war er auf Benz umgeschwenkt. Und jetzt ist es wieder ein anderer. Aber der ist leider ertrunken. Der Boss der Bande ist ertrunken. Der Boss der Bande ist dieser Herr hier. Bitte. Was? Der? Tja. Leider werden wir ihm nicht viel anhaben können. Da ja keine Anzeige erstattet worden ist, werden wir ihn... Die Anzeige liegt vor. Da kann ich Sie beruhigen. Das ist das erste Mal, dass ich von Ihnen eine angenehme Nachricht höre. Thank you.
Natürlich nur unter uns. Aber wenn das rauskommt, kriege ich Schwierigkeiten. Na, dann lass es lieber sein. So wichtig ist ja nur auch wieder nicht. Weshalb soll ich einen alten Kollegen arbeitslos machen? Wenn du ohne mich auskommst, wäre mir auch wohler. Ich dachte nur, ich muss dir doch irgendwas anbieten. Also das ist schon ein Verdacht. Ich meine, eine einzelne Person. Im Fall Scholl, da bist du immer noch an erster Stelle. Da stört mich nur dein Alibi. Aber das Motiv ist gut. Tja, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Und in der Abhörgeschichte, da interessiert mich dieser Laborfritze, dieser Benz. Du meinst, weil er in der Nacht mal hier auftauchte? Das auch. Aber viel habe ich da auch noch nicht. Ich kann hier ein bisschen aufpassen. Und wenn mir was auffällt, dann rufe ich dich an. Naja, gut. Kannst dich darauf verlassen, dass ich alles vertraulich behandeln werde. Du, ich muss jetzt gehen. Also, tschüss. Mein Gott, wenn ich es telefonisch besprechen könnte, dann würde ich es tun. Gott, nur mach doch nicht. Ja, natürlich machst du. Wenn ich sage, ich muss es mit dir besprechen, dann nicht jetzt am Telefon. Ich kann doch hier nicht einfach weglaufen. Wir müssen die Untersuchung für PX3 heute fertig haben. Dann musst du herkommen. Aber nicht vor 5. Was ist denn da für ein Unterschied? Also gut, 4 Uhr in der Kantine. Ich verstehe es nicht. Ich will wissen, was los ist, wenn du plötzlich so ein Theater machst. Ja, natürlich machst du das. Verstehe das nicht. Ich habe doch gesagt, 4 Uhr in der Kantine. Aber viel Zeit habe ich nicht. Bis nachher. Müssen wir nicht näher ran? Wir hören ihn doch, wenn er losfährt. Aber wenn er nur in eine andere Richtung fährt? Das sehen wir doch auf unserem Gerät. Das ist doch gerade der Witz. Wir können ihn So, mein Passierschein. Jawohl, alles erledigt? Ja, hätte gern meinen Hut. Jawohl, auch das. Moment. Vorsicht, Vorsicht. Bitte. Mein bestes Stück. Ja. Wiedersehen. Auf der linken Seite jetzt der große Prozessblock Nummer 1, der seit 10 Jahren in Betrieb ist. Hier wird nun das Konglomerat Röhl das erste Mal in seine Bestandteile, in seine Fraktionen, wie wir sagen, zerlegt. Sie sehen an den verschiedenen Höhen des Turmes die Seitenströme abgehen, um weiter verarbeitet, um weiter raffiniert zu werden. Und jetzt hinter dem Tank 509, den Teil der Anlage, den wir 67 dazu gebaut haben, der weitgehend elektronisch ausgerüstet ist, sehr modern ist, nochmal eine kleine Raffinerie für sich. Die Zeugin aus Baden-Baden hat ausgesagt, dass sie Scholl hier absetzen musste, direkt an der Rheinbrücke. Also gibt es gar keine Frage, der Mann will nach Frankreich. Bin ich Ihrer Ansicht, Herr Oberrat? Der ist noch in Karlsruhe. Mein Gott, Lutz, Sie sind noch nicht so lange hier. Wir haben unsere Erfahrung. Außerdem haben wir auch diese Zeugenaussage. Eben. Die Rheinbrücke ist in der Nähe der Raffinerie und da arbeitet Wörle. Mein lieber Herr Lutz, das sind doch Romanideen. Das passiert doch im wirklichen Leben nicht. Immerhin hat Wörle Scholl damals geschnappt. Und Scholl ist doch nicht der Typ, der einfach in ein anderes Land türmt. Der arbeitet hier mit. Und das kann er nur, wenn er in Deutschland ist? Meinen Sie, in Frankreich leben da Idioten? Scholl kann in Frankreich nur arbeiten, wenn er Französisch kann. Aber er kann kein Französisch, kein Wort. Hat mich erkundigt. Beziehungsweise ich. Im Auftrag von Herrn Lutz allerdings. Du fangst ja nicht auch nach an, Bechtold. Lassen Sie sich ja nicht von diesem Herrn Lutz anstecken. Wissen Sie,
wie viele Verbrecher jährlich ins Ausland flüchten, ohne auch nur Bitte oder Danke in der Landessprache sagen zu können? Meine These basiert nicht auf Quantität. Das hätte ich mir denken können. Sie richten sich nach Qualität. Ausgerechnet Sie. Nicht nach meiner, Herr Oberrat. Ich spreche von der Scholl'schen Qualität. Es ist auch egal. Die Entscheidung ist getroffen. Wir konzentrieren die Fahndung auf die Pfalz und die französische Grenze. Von hinten kommen. Aber Sie haben da eben genickt. Ja, weil ich mein Jackett erkannt habe. Das kann ich ja nicht mehr brauchen. Hatten Sie nicht eben gesagt, dass man Ihnen auch einen Mantel abgenommen hat? Doch. Haben Sie den Mantel gefunden? Nein. Der muss doch aber irgendwo sein, oder? Das war so ein Gabardinmantel. Was ist mit der Anstaltskleidung? Seine Jacke haben wir am Autobahnparkplatz gefunden. Entschuldigen Sie, könnte ich meine Papiere wieder haben, meine Brieftasche? Bitte. Eine Jacke. Die Taschen sind leer. Wo hatten Sie denn Ihre Papiere? Nein. Immer da oben drin. Alles leer. Merkwürdig. Durchaus nicht. Dadurch wissen wir, dass er nicht allein im Auto war, sondern seinen Komplizen dabei hatte, den Scholl. Der fehlt ja immer noch. Wenn er nicht verletzt ist, ist er lange weg. Vielleicht schon in Frankfurt. Woher wollen Sie wissen, dass Sie nach Frankfurt wollten? Auf alle Fälle sind Sie nach Norden gefahren. Oder etwa nicht? Trotzdem. Vielleicht wollten Sie auch nach Süden. Entschuldigung, Herr Kommissar. Aber da ist Norden. Da ist Süden. Und hier ist eine Ausfahrt. Der Wagen wurde etwa 8 Kilometer südlich von hier auf einem Parkplatz gestohlen. Auf einem Parkplatz an dieser Fahrspur. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es zwischen diesem Parkplatz und hier keine Ausfahrt, oder? Das ist richtig. Die beiden mussten also in jedem Falle, wohin sie auch immer fahren wollten, bis hierher in dieser Richtung fahren. Mhm. Aber warum hätten die denn hier umkehren sollen? Das ist wirklich eine gute Frage. Soll das heißen, Sie kennen keinen Herrn Wörle? Wieso? Sie kennen den Leiter vom Wachdienst hier nicht? Wieso soll ich den nicht kennen? Natürlich kenne ich ihn. Na also. Aber der ist jetzt nicht in seinem Büro, den muss ich über Funk holen. Na und, wer hindert Sie daran? Hallo, Herr Wörle. Herr Wörle? Ist er das? Ich habe ihn ja gar nicht gesehen, der ist ja von hinten gekommen. Aber Sie haben da eben genickt? Ja, weil ich mein Jackett erkannt habe. Das kann ich ja nicht mehr brauchen. Hatten Sie nicht eben gesagt, dass man Ihnen auch einen Mantel abgenommen hat? Doch. Haben Sie den Mantel gefunden? Nein. Der muss doch aber irgendwo sein, oder? Das war so ein Gabardinmantel. Was ist mit der Anstaltskleidung? Seine Jacke haben wir am Autobahnparkplatz gefunden.
Entschuldigen Sie, könnte ich meine Papiere wieder haben, mein Brieftasch? Bitte. Eine Jacke. Taschen sind leer. Wo hatten Sie denn Ihre Papiere? Okay. Immer da oben drin. Alles leer. Merkwürdig. Durchaus nicht. Dadurch wissen wir, dass er nicht allein im Auto war, sondern seinen Komplizen dabei hatte, den Scholl. Der fehlt ja immer noch. Wenn er nicht verletzt ist, ist er lange weg. Vielleicht schon in Frankfurt. Woher wollen Sie wissen, dass Sie nach Frankfurt wollten? Auf alle Fälle sind Sie nach Norden gefahren. Oder etwa nicht? Trotzdem. Vielleicht wollten Sie auch nach Süden. Entschuldigung, Herr Kommissar. Aber da ist Norden. Da ist Süden. Und hier ist eine Ausfahrt. Der Wagen wurde etwa 8 Kilometer südlich von hier auf einem Parkplatz gestohlen. Auf einem Parkplatz an dieser Fahrspur. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es zwischen diesem Parkplatz und hier keine Ausfahrt, oder? Das ist richtig. Die beiden mussten also in jedem Falle, wohin sie auch immer fahren wollten, bis hierher in dieser Richtung fahren. Mhm. Aber warum hätten die denn hier umkehren sollen? Das ist wirklich eine gute Frage. Soll das heißen, Sie kennen keinen Herrn Wörle? Wieso? Sie kennen den Leiter von Bachterich? Hör zu, Lutz. Angenommen, ich hätte ihn wirklich... Du hättest in jedem Fall eine Notwehrgeltung machen können. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn ich nicht so einen dämlichen Chef hätte, würde ich gar nicht hier sein. Was denn, glaubt der das vielleicht? Noch nicht. Aber wenn er den Obduktionsbericht hat, ein paar andere Informationen aus dem Labor... Was denn für andere Informationen? Na, es könnte beispielsweise sein, dass man an seinen Schuhen oder an anderen Kleidungsstücken Spuren von Sand gefunden hätte. Oder andere Erde, die nur von der Raffinerie stammen könnte. Du weißt ja, dass sowas möglich ist. Du meinst ein bisschen Benzin im Sand? Nicht unbedingt, aber spezifisch ist sicher. Du meinst also, wenn er ermordet wurde in den 24 Stunden, wo er draußen war und wenn das in der Nähe der Raffinerie geschehen ist, dann... Ein Mercedes kann man sich offenbar auch in der freien Wirtschaft nicht leisten, oder? Was? Na, wolltest du dir nicht immer einen Mercedes kaufen? Na, hab ich doch. Ich habe ihn nur zum Waschen gegeben. Willst du die Adresse von der Garage haben? Warum warten Sie denn hier draußen? Na, drin war ich schon. Bisschen später geworden, was? Haben Sie schon Ihren Kaffee getrunken? Schon 3. Wollen Sie gar nicht wissen, ob ich was erfahren habe? Bin sicher, dass Sie nichts erfahren haben, oder? Nein, nichts. Sonst hätten Sie es ja wohl gleich gesagt. Wollen Sie da noch rein? Kann darauf verzichten. Also, steigen Sie ein. Sie mir meine Tüte. Soll ich das nicht machen? Ich will Sie nicht überfordern.
Nein. So, bitte sehr. Ich zeige Sie ein. Los, wir können losfahren. Woher willst du denn wissen, dass der Scholl in der Nähe ist? Ich dachte nur, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Außerdem weiß er doch gar nicht, dass ich jetzt hier arbeite. Also? Naja, das kann er irgendwie erfahren haben. Na, es sieht ja auch so aus, als sei er nach Norden getürmt. Mir kam nur der Gedanke plötzlich, als ich das hörte. Für alle Fälle mehr Gefühl als, naja. Hättest du Angst an meiner Stelle? Weiß nicht. Vermutlich. Ich würde mich vorsehen. Na, das tue ich ja. Keine Sorge. Na gut. Und falls du ihn sehen solltest, dann melde dich bei mir. So, mein Passierschein. Jawohl, alles erledigt? Ja, hätte gern meinen Hut. Jawohl, auch das. Moment. Vorsicht, Vorsicht, bitte. Mein bestes Stück. Hm? Ja. Wiedersehen. Auf der linken Seite jetzt der große Prozessblock Nummer 1, der seit 10 Jahren in Betrieb ist. Hier wird nun das Konglomerat Rohl das erste Mal in seine Bestandteile, in seine Fraktion, wie wir sagen, zerlegt. Sie sehen an den verschiedenen Höhen des Turmes die Seitenströme abgehen, um weiter verarbeitet, um weiter raffiniert zu werden. Und jetzt hinter dem Tank 509, den Teil der Anlage, den wir 67 dazu gebaut haben, der weitgehend elektronisch ausgerüstet ist, sehr modern ist, nochmal eine kleine Raffinerie für sich. Die Zeugin aus Baden-Baden hat ausgesagt, dass sie Scholl hier absetzen musste, direkt an der Rheinbrücke. Also gibt es gar keine Frage. Der Mann will nach Frankreich. Bin ich Ihrer Ansicht, Herr Oberrat? Der ist noch in Karlsruhe. Mein Gott, Lutz, Sie sind noch nicht so lange hier. Wir haben unsere Erfahrung. Außerdem haben wir auch diese Zeugenaussage. Eben. Die Rheinbrücke ist in der Nähe der Raffinerie und da arbeitet Wörle. Mein lieber Herr Lutz, das sind doch Romanideen. Das passiert doch im wirklichen Leben nicht. Immerhin hat Wörle Scholl damals geschnappt. Und Scholl ist doch nicht der Typ, der einfach in ein anderes Land türmt. Der arbeitet hier mit. Und das kann er nur, wenn er in Deutschland ist? Meinen Sie, in Frankreich leben da Idioten? Scholl kann in Frankreich nur arbeiten, wenn er Französisch kann. Aber er kann kein Französisch, kein Wort. Hat mich erkundigt. Beziehungsweise ich. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt, ne? Ja, ich hoffe, Sie verstehen das. Was ist denn mit Herrn Lutz los? Keine Ahnung. Ich kenne ihn ja kaum. Wie schreibt sich denn dieser Dr. Benz, der eben hier war? Wie der sich schreibt? Hm? Ja, mit Z, TZ oder was weiß ich noch alles. Was? Ganz normal, wie man spricht. Benz. Warum ist da was? Was ist denn das für ein Mann? Ach, ganz normal. Muss von Haus aus ziemlich viel Geld haben. Ziemlich elegant und so. Teure Autos, weite Reisen. Junggeselle übrigens. War vorher in Hamburg, in der Zentrale. Wie schön. Jeden Tag haben Sie einen anderen Täter. Gestern war es noch Wörle. Heute ist es dieser Dr. Benz. Und ich möchte wetten, morgen haben Sie einen dritten. Die Sache mit dem Minispion hat das ganze Bild geändert, Herr Oberrat. Wahrscheinlich ist diese ganze Raffinerie sozusagen verwanzt. Wir müssen noch mal... Na schön, aber diese Sache fällt unter die Rubrik Industriespionage. Da können wir doch nichts unternehmen, solange die Firma keine Anzeige erstattet. Wir haben einen Mord aufzuklären. Und nach allem, was wir wissen, hängt beides miteinander zusammen. Wissen? Was wissen Sie denn? Sie wissen fast überhaupt nichts. Vor allem wissen Sie nicht einmal, ob Ihr Ausbrecher überhaupt ermordet worden ist. Der Laborbericht hat eindeutig ergeben, dass sich Scholl vor seinem Tod in der Nähe der Raffinerie aufgehalten haben muss. Das zeigen Bodenspuren an seinen Schuhen. Na und? Außerdem ist Scholl nicht vor dem 6. Polizeirevier gestorben. Seine Leiche ist dorthin geschafft worden, das zeigen die gewanderten Totenflecken. Es muss also jemand Interesse daran gehabt haben, dass wir die Leiche schnell finden und dass die Fahndung abgebrochen wird. Aber wir wissen noch mehr. Sie vielleicht, ich weiß sehr wenig. Scholl war wegen räuberischer Erpressung vorbestraft. Punkt A. Punkt B.
Wir wissen, dass er diesen Teil einer Seite des Karlsruher Telefonbuchs in der Tasche hat. Und das ist zufällig die Seite, auf der sich die Telefonnummer von diesem Dr. Benz befindet. Aber auch noch circa 100 andere Namen. Allerdings. Auch einen Kaffee, Herr Oberrat? Nein. Aber angenommen, Scholl hat gewusst, dass Benz sich hier wichtige Informationen verschafft. Mit denen sehr viel Geld zu machen ist. Sehr richtig. Und will ein bisschen mitverdienen. Das ist ja seine Branche. Dann hätte Benz doch ein wunderschönes Motiv gehabt, diesen Scholl aus dem Weg zu räumen. Ihre herrliche Hypothese hat einen kleinen Haken, Herr Lutz. Woher wissen Sie denn, dass Benz mit den Wanzen was zu tun hat? Das ist richtig, das weiß ich noch nicht. Aber das werde ich morgen erfahren, in Hamburg, bei meinem Kollegen Trimmel. Wieso? Benz war vorher lang in Hamburg. Sie wollen nach Hamburg? Sie haben doch meinen Reiseantrag schon vorhin unterschrieben. Ich? Ich habe Ihnen den doch gebracht. Außerdem hat Trimmel mir einen richtigen Mikrospezialisten genannt. Bei uns gibt's ja sowas nicht. Also Sie reisen in der Gegend rum und die Arbeit bleibt wie immer liegen. Warum warten Sie denn hier draußen? Na, drin war ich schon. Bisschen später geworden, was? Haben Sie schon Ihren Kaffee getrunken? Schon drei. Wollen Sie gar nicht wissen, ob ich was erfahren habe? Bin sicher, dass Sie nichts erfahren haben, oder? Nein, nichts. Sonst hätten Sie es ja wohl gleich gesagt. Wollen Sie da noch rein? Kann darauf verzichten. Also, steigen Sie ein. Geben Sie mir meine Tüte. Soll ich das nicht machen? Ich will Sie nicht überfordern. Heute ist um 16 Uhr geschaltet. Bestimmt. Das war doch sowieso geplant. Nein, 14 Uhr sollte es heute sein. Es kam von Ingolstadt. Da möchte ich mal wissen, wann die Ölprobe kommt. Warten Sie es halt ab. Herr Kommissar! Herr Lutz! Kommen Sie mal schnell! Was ist denn das? Das ist nichts. Warten Sie mal einen Augenblick. Labor? Nein, der ist zu Tisch. Ja, kann ich. Danke. Was ist beim Gaschromatogramm herausgekommen? Eine sehr schlechte Trennung. Der dritte Peak hat wieder alle C2- und C3-Verbindungen übereinander gebracht. Bei den C4-Verbindungen ist die Trennung etwas besser. Die C5 kann... Bonus. Woher willst du das wissen? Sagt das der Arzt? Na, der ist noch nicht fertig. Aber überleg mal selbst. Damals hier bei der Verhandlung in Karlsruhe, da stand er plötzlich auf und schrie, wenn ich immer ins Haus komme, dann mache ich nicht mehr. Ein Mann türmt aus dem Gefängnis, dann wird er gefunden, tot, ausgerechnet von der Polizeiwache. Verkehrsunfälle gibt es doch überall, auch für Polizeidienststellen. Da muss aber der lebende Scholl da spazieren gegangen sein. Meinst du, der ist so behämmert? Tja, wenn er nun also wirklich woanders Also, er ist an einer anderen Stelle durch Zufall überfahren worden. Noch nicht ganz tot, schleppt er sich zur Polizei, bricht vor der Tür zusammen. Nee. Nee.
Oder derjenige, der den Unfall verursacht hat. Bekommt ein schlechtes Gewissen, will ihn retten und... Oder bringt ihn ins Krankenhaus, oder hätte ihn wenigstens vom Eingang abgelegt. Also ermordet, vorsätzlich. Oder Notwehr oder sowas. Na gut. Kannst du dir ein Motiv vorstellen? Zuchthaus ein paar Jahre gesessen, dann draußen. Ich habe mir die Akten angesehen. Irgendwelche versteckte Beute gibt's auch nicht. Ja, das weiß ich. Na und? Na und? Was denn na und? Ein Motiv. Na, woher soll ich das denn wissen? Es hätte ja sein können, dass er dich gefunden hätte. Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, ganz klar ist nein. Ich habe ihn weder gesehen, noch mit ihm besprochen, noch sonst irgendwie Kontakt mit ihm gehabt. Alles, was ich weiß, habe ich von dir und aus der Zeitung. Tja, das sieht nicht gut aus. Da glaubst du mir vielleicht nicht? Doch, natürlich. Hör zu, Lutz. Angenommen, ich hätte ihn wirklich... Du hättest in jedem Fall eine Notwehrgeltung machen können. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn ich nicht so einen dämlichen Chef hätte, würde ich gar nicht hier sein. Was denn, glaubt der das vielleicht? Hm, noch nicht. Aber wenn er den Obduktionsbericht hat, ein paar andere Informationen aus dem Labor... Was denn für andere Informationen? Ja, es könnte beispielsweise sein, dass man an seinen Schuhen oder an anderen Kleidungsstücken Spuren von Sand gefunden hätte. Oder andere Erde, die nur von der Raffinerie stammen könnte. Du weißt ja, dass sowas mir... Ach, du meinst ein bisschen Benzin im Sand? Nicht unbedingt, aber spezifisch ist sicher. Du meinst also, wenn er ermordet wurde in den 24 Stunden, wo er draußen war und wenn das in der Nähe der Raffinerie geschehen ist, dann... Ein Mercedes kann man sich offenbar auch in der freien Wirtschaft nicht leisten, oder? Was? Na, wolltest du denn nicht immer einen Mercedes kaufen? Na, hab ich doch. Ich habe ihn nur zum Waschen gegeben. Willst du die Adresse von der Garage haben? Ich kann nicht in die Stadt rein. Bin gespannt, wo der hin will. Links rüber. Kernforschungszentrum. Wird immer interessanter. Hier muss er irgendwo stehen. Moment, da ist er. Ich möchte nicht, dass du in irgendeine dumme Geschichte mit reingezogen wirst und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns mal eine Weile nicht sehen. Und warum nicht? Sie haben bei uns im Werk Minispione entdeckt. Was glaubst du, wie lange die Polizei braucht? Und sie überlegt sich, was gibt es hier in Karlsruhe für andere wichtige Industrieobjekte, wo sich Werkspionage lohnt, und dann sind sie da. Wieso? Wieso? Du arbeitest in einem Kernforschungszentrum. Das ist doch so gut wie nichts geheim. Alle Forschungsergebnisse werden publiziert in der ganzen Welt, auch im Ostblock. Woran arbeitest du gerade?
Und wir bestrahlen Sonderlegierungen für Brennelementhüllrohre. Das ist für die Ramak. Ja, das weiß ich. Du wolltest mir nur noch die genauen Zahlen mitteilen. Für die fallen doch überhaupt nicht in dein Gebiet. Also entschuldige bitte, das muss ich ja wohl besser beurteilen können, ja? Anderen Kleidungsstücken Spuren von Sand gefunden hätte. Oder andere Erde, die nur von der Raffinerie stammen könnte. Du weißt ja, dass sowas mit. Ach, du meinst ein bisschen Benzin im Sand? Nicht unbedingt, aber spezifisch ist sicher. Du meinst also, wenn er ermordet wurde in den 24 Stunden, wo er draußen war und wenn das in der Nähe der Raffinerie geschehen ist, dann... Mercedes kann man sich offenbar auch in der freien Wirtschaft nicht leisten, oder? Was? Wolltest du denn nicht immer einen Mercedes kaufen? Na, hab ich doch. Ich habe ihn nur zum Waschen gegeben. Willst du die Adresse von der Garage haben? Warum warten Sie ihn hier draußen? Na, drin war ich schon. Bisschen später geworden, was? Haben Sie schon Ihren Kaffee getrunken? Schon drei. Wollen Sie gar nicht wissen, ob ich was erfahren habe? Bin sicher, dass Sie nichts erfahren haben, oder? Nein, nichts. Sonst hätten Sie es ja wohl gleich gesagt. Wollen Sie da noch rein? Kann darauf verzichten. Also, steigen Sie ein. Geben Sie mir meine Tüte. Soll ich das nicht machen? Ich will Sie nicht überfordern. Heute erst um 16 Uhr geschaltet. Bestimmt. Das war doch sowieso geplant. Nein, 14 Uhr sollte es heute sein. Es kam von Ingolstadt. Da möchte ich mal wissen, wann die Ölprobe kommt. Warten Sie es halt ab. Herr Kommissar! Herr Lutz! Kommen Sie mal schnell! Wegen räuberischer Erpressung und bewaffneten Überfalls verbüßt. Die Bevölkerung wird gebeten, nicht auf eigene Faust zu handeln, wenn verdächtige Personen beobachtet werden, sondern sofort die Polizei zu benachrichtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Flüchtigen im Besitz von Schusswaffen sind. Besonders Autofahrer in der Umgebung von Bruchsal werden gewarnt, unbekannte Personen mitzunehmen. Beide Ausbrecher tragen vermutlich Anstaltskleidung. Da können die lange suchen. Auf alle Fälle hat der erste Teil prima geklappt. Wenn der zweite nur halb so gut läuft, bin ich bald aus der Scheiße raus. Ah. Pass auf. Jetzt muss gleich Gerlach-Gronau kommen. Da müssen wir runter von der Autobahn. Wieso runter? Umdrehen, wir müssen in die andere Richtung. Die Richtung ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kommen weg hier aus dieser Gegend. Wenn du mich in Karlsruhe abgesetzt hast, kannst du fahren, wohin du willst. Da kommt die Ausfahrt. Fahr raus! Halt die Fresse! Idiot, wenn du geradeaus fährst, kommen wir genau nach Frankfurt! Na und? Du Schwein, ich habe extra gesorgt! Ohne mich wärst du doch gar nicht hier! Thank you.
keine Angst. Passiert Ihnen nichts. Machen Sie die andere Tür auf. Los. Steigen Sie ein und rutschen Sie durch. Gar nicht in die Stadt rein. Bin gespannt, wo der hin will. Links rüber. Kernforschungszentrum. Wird immer interessanter. Hier muss er irgendwo stehen. Moment, da ist er. Ich möchte nicht, dass du in irgendeine dumme Geschichte mit reingezogen wirst und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns mal eine Weile nicht sehen. Dann warum nicht? Sie haben bei uns im Werk Minispione entdeckt. Was glaubst du, wie lange die Polizei braucht? Und sie überlegt sich, was gibt es hier in Karlsruhe für andere wichtige Industrieobjekte, wo sich Werkspionage lohnt, und dann sind sie da. Wieso? Wieso? Du arbeitest in einem Kernforschungszentrum. Das ist doch so gut wie nichts geheim. Alle Forschungsergebnisse werden publiziert in der ganzen Welt. Auch im Ostblock. Woran arbeitest du gerade? Oh, wir bestrahlen Sonderlegierungen für Brennelementhüllrohre. Das ist für die Ramag. Ja, das weiß ich. Du wolltest mir nur noch die genauen Zahlen mitteilen. Für die fallen doch überhaupt nicht in dein Gebiet. Also entschuldige bitte, das muss ich ja wohl besser beurteilen können, ja? Siehst du, ich wollte dir nämlich nur beweisen, dass es halt doch Dinge gibt, die geheim sind. Wegen der Fahndung? Die kann ja nun abgebrochen werden. Da, wo die halt suchen lassen, war sowieso falsch. Er hat gedacht, der Herr will nach Frankreich. Ich war da etwas anderer Meinung. Es ist Karlsruhe. Darf ich mal telefonieren? Wollen Sie die Leute jetzt alle anrufen? Welche Leute? Na, von der Telefonbuchseite. Ach, ich will mein Büro. Wieso sollte ich die Leute anrufen? Na ja, fragen vielleicht, ob Sie den Scholl kennen oder so. Erstmal muss ich wissen, weshalb er Sie anrufen wollte, wenn er es überhaupt vorhat. Wollen Sie denn... Herr Lott? Ja? Ja, hier ist Lutz. Herr Bechtold? Das ist ein Idiot. Sagen Sie ihm, ich komme, sobald ich kann. Wir können dann alles andere besprechen. Aber bleiben Sie im Präsidium, bis ich komme. Der Chef hat mal wieder Sehnsucht nach mir. Wenn Sie glauben, Sie könnten sich hier die Arbeit suchen, die Ihnen Spaß macht. Und die lassen, die keinen Spaß machen. Ich arbeite nach sachlichen Prioritäten. Würden Sie die Güte haben, mich ausreden zu lassen? Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie etwa 12 ungeklärte Fälle zu bearbeiten. Ich habe sie nicht gezählt, aber das kann hinkommen. Nun hat man mir vorhin berichtet, Sie haben sich da einen eigenen Fall konstruiert. Sie versuchen, einen Verkehrsunfall als Mord aufzubauschen. Bitte? Sie wollten was sagen, dachte ich. Allerdings, ich möchte, dass angefangene Arbeit erledigt wird, bevor neue begonnen wird. Das ist doch mein Prinzip. Da sind wir uns einig. Vermutlich. Aber die angefangenen Fälle, die Sie mir auf den Tisch gelegt haben, sind mindestens 2 Jahre alt.
Es wäre doch kriminaltaktischer Schwachsinn, wenn wir bei einem akuten Fall so lange warten würden, bis die frischen Spuren vertrocknet sind. Vorausgesetzt, sie existieren. In diesem Fall allerdings. Selbst wenn Sie recht hätten, was Sie vermutlich nicht haben, das war ein Unfall. Aber selbst mal unterstellt, es wäre Mord. Wer ist ermordet worden? Ein Gewaltverbrecher. Ein Mann, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Wer sollte daran wohl ein Interesse haben? Gerade weil das Motiv so undurchsichtig ist, ist der Fall so besonders interessant. Der Mann wurde irgendwo überfahren. Dann legte man ihn ausgerechnet vor ein Polizeirevier, damit wir ihn schnell finden. Vielleicht wollte jemand, dass die Fahndung abgebrochen wird. Das ist doch absurd. Vielleicht. Nach meinen Informationen gibt es hier in der Gegend über drei Restaurants. Da drüben Gut Maxau, dann hier die Rheinterrassen und bei der Raffinerie eine Tankstelle mit Restaurant. Da. Dann gehen Sie ins Gut Maxau. Aber glauben Sie nicht, dass das Essen auf Spesen geht. Ich gehe in die Rheinterrassen und... Ich kann hier ein bisschen aufpassen. Und wenn mir was auffällt, dann rufe ich dich an. Naja, gut. Kannst dich darauf verlassen, dass ich alles vertraulich behandeln werde. Du, ich muss jetzt gehen. Also, tschüss. Mein Gott, wenn ich es telefonisch besprechen könnte, dann würde ich es tun. Gott, nur mach doch nicht. Ja, natürlich machst du. Wenn ich sage, ich muss es mit dir besprechen, dann nicht jetzt am Telefon. Ich kann doch hier nicht einfach weglaufen. Wir müssen die Untersuchung für PX3 heute fertig haben. Dann musst du herkommen. Aber nicht vor fünf. Was ist denn da für ein Unterschied? Also gut, 4 Uhr in der Kantine. Ich verstehe es nicht. Ich will wissen, was los ist, wenn du plötzlich so ein Theater machst. Ja, natürlich machst du das. Verstehe das nicht. Ich habe doch gesagt, 4 Uhr in der Kantine. Aber viel Zeit habe ich nicht. Bis nachher. Müssen wir nicht näher ran? Wir hören ihn doch, wenn er losfährt. Aber wenn er nur in eine andere Richtung fährt? Das sehen wir doch auf unserem Gerät. Das ist doch gerade der Witz. Wir können ihn verfolgen, ohne dass er uns sieht. Jetzt kommt er. Sehen können Sie ihn nicht. Die Frau, das war Fräulein Dr. Heime, die hat genau diesen Tonfall. Aber was bedeutet das alles? Haben Sie ein spezielles Radio? Nein, das kann aus jedem Radio kommen. Wir haben das vorhin zufällig eingeschaltet. Ja, aber das Gespräch da war bei uns im Labor, da bin ich ganz sicher. Ich auch. Also, soll das heißen, dass da Abhörgeräte installiert sind? Sogenannte Minispione oder Wanzen, wie Sie sie immer nennen wollen. Bei uns im Labor? Okay. Sie haben doch keine Geheimnisse. Darüber würde ich mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Ja, bitte. Aber nicht in Ihrem Büro. Ja, wir können ja zusammen essen gehen heute Abend. Ich würde gerne überprüfen, wo in Ihrem Labor diese Dinger sind. Ja. Sie haben doch sicher ein Interesse daran, dass wir sie finden, oder?
Können Sie denn das? Ja, ich glaube, wir haben im Präsidium so einen, einen Spezialisten, der mit sowas experimentiert. Ja. Aber... Allerdings, ich würde das gerne nach Feierabend machen. Je später, je besser. Ja, aber ich müsste... Ja? Also, wenn Sie einen meiner Mitarbeiter im Verdacht haben, dann müsste ich vorher unsere Zentrale informieren. Das meiste, was wir machen, ist allgemein bekannt. Da gibt es nichts. Wie unsere Produkte hergestellt werden, weiß jeder. Sie sagten eben, das meiste ist bekannt. Ja, ein paar Details nicht. Vielleicht die Temperatur, in der wir fahren. Im Forschungslabor jetzt natürlich im Zusammenhang mit Zusätzen, mit einer neuen Motorenölsorte. Ja, da hat jeder so seine Spezialitäten. Ist das nun für die Konkurrenz interessant oder fürs Ausland? Ja, die Mineralölkonzerne sind ja international. Also da würde ich sagen, kann man nicht trennen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Konkurrenz so etwas machen würde. Das ist absolut unvorstellbar. Vielleicht Japaner oder Chinesen, die interessieren sich doch für alles, oder? Oder nicht? Naja, ich sag dir doch schon, wir haben keine Geheimnisse. Weniger, haben Sie gesagt. Naja, aber wer soll die Leute denn beauftragen? Unsere Konkurrenz bestimmt nicht. Also wir würden das auf gar keinen Fall tun. Im Gegenteil, wenn zu uns jemand kommen würde und uns etwas über die Konkurrenz anbieten würde... Ja? Ich würde den Mann anzeigen. Ja, in Zürich gibt es ja eine richtige Börse für Industriegeheimnisse, die durch Spionage... Das sollte Ihr Spezialist nicht schon längst hier sein? Ja, der wird gleich kommen, aber erwarten Sie nicht zu viel. Das ist kein ausgebildeter Spezialist für Elektronik. Hm? So was haben wir gar nicht bei der Polizei. Der macht das eher privat, so als Bastler, wissen Sie? Mhm. Dankeschön. Ich glaube, im Krieg hat er sogar irgendwas zum Radar erfunden. Mhm. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja. Sie quetschen einen ja ganz schön aus. Kann es sein, dass sich jemand dafür interessiert, welche Grundöle Sie verwenden und zu welchen Konditionen Sie die einkaufen? Ja, wie meinen Sie das? Wenn mir was auffällt, dann rufe ich dich an. Naja, gut. Kannst dich darauf verlassen, dass ich alles vertraulich behandeln werde. Du, ich muss jetzt gehen. Also, tschüss. Mein Gott, wenn ich es telefonisch besprechen könnte, dann würde ich es tun. Gott, nur mach doch nicht. Ja, natürlich machst du. Wenn ich sage, ich muss es dir... Wenn ich sage, ich muss es mit dir besprechen, dann nicht jetzt am Telefon. Ich kann doch hier nicht einfach weglaufen. Wir müssen die Untersuchung für PX3 heute fertig haben. Dann musst du herkommen. Aber nicht vor 5. Was denn da für ein Unterschied? Also gut, 4 Uhr in der Kantine. Ich verstehe es nicht. Ich will wissen, was los ist, wenn du plötzlich so ein Theater machst. Ja, natürlich machst du das. Verstehe das nicht. Ich habe doch gesagt, 4 Uhr in der Kantine. Aber viel Zeit habe ich nicht. Bis nachher. Müssen wir nicht näher ran? Wir hören ihn doch, wenn er losfährt. Aber wenn er nur in eine andere Richtung fährt? Das sehen wir doch auf unserem Gerät. Das ist doch gerade der Witz. Wir können ihn verfolgen, ohne dass er uns sieht. Jetzt kommt er. Sehen können Sie ihn nicht.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des deutschen Fernsehens ist damit für heute beendet. Ein Blick noch auf die Uhr. Es ist jetzt 0 Uhr und 9 Minuten 09. Ich möchte Herrn Wörle sprechen, wenn es geht. Ja, das weiß ich natürlich nur, wenn er in seinem Büro ist. Hallo Wörle? Lutz hier. Na? Hat sich was getan bei dir? Nö, nö, keine unnötigen Sorgen. Aber es hat sich eine Zeugin gemeldet, die Scholl bei euch in der Nähe abgesetzt hat. Heute früh. Ja. Nö, sonst nichts. Also. Pass schön auf, dass bei euch keiner über den Zaun klettert. Viel Spaß noch. Hundertprozentig erst nach der Obduktion. Aber zu 98% kann ich Ihnen schon jetzt sagen, dass der Mann überfahren worden ist. Das hatte ich mir auch gedacht. Naja, immerhin war es und ganz interessant. Wieso interessant? Wenn man hier keine Spuren vom Unfall gefunden hat, nichts gehört und nichts gesehen hat und das alles vor einem Polizeirevier. Brauchen Sie mich noch? Ja, wichtig wäre zu wissen, ob der Mann hier auch gestorben ist. Das können wir anhand der Totenflecken feststellen. Die Blutentmischung und die Hypostase richten sich ja nach Druckstellen, nach der Lage des Toten. Und Sie haben keinerlei Unfallspuren entdeckt? Nein, auch nichts gehört. Und ich habe selbst Nachtdienst gehabt. Aber das kann man ja überhört haben. Nachts? Zweifeln Sie daran, dass der Mann hier ums Leben gekommen ist? Sehr sogar. Dieser Mann ist nämlich vorgestern Abend aus der Haftanstalt Bruchsal ausgebrochen. Also überfahren ist er ziemlich sicher. Publiziert in der ganzen Welt, auch im Ostblock. Woran arbeitest du gerade? Oh, wir bestrahlen Sonderlegierungen für Brennelementhüllrohre. Das ist für die Ramag. Ja, das weiß ich. Du wolltest mir nur noch die genauen Zahlen mitteilen. Für die fallen doch überhaupt nicht in dein Gebiet. Also entschuldige bitte, das muss ich ja wohl besser beurteilen können, ja? Siehst du, ich wollte dir nämlich nur beweisen, dass es halt doch Dinge gibt, die geheim sind. Aber die würde man doch nicht ausspionieren. Wer soll denn dein Interesse dran haben? Also du bist wirklich entzückend naiv. Was glaubst du, was manche ausländische Firmen dafür geben würden, wenn sie nur hinter die Versuche kommen können, an denen du gerade arbeitest? Wer wird denn sowas gemacht? Gibt es Leute, die solche Informationen kaufen oder verkaufen? Schätzchen, da sind Millionen Umsätze drin. Woher weißt du das denn so genau? Du hast doch nicht selbst was damit zu tun. Hm? Das traust du mir zu. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber im Grunde genommen traue ich dir alles zu. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Unterlagen überhaupt geben soll. Sagen Sie, Fräulein, wissen Sie zufällig den Namen von der Dame, die da drüben mit dem Herrn am Fenster sitzt? Da drüben? Ach so, natürlich. Das ist Fräulein Melchinger. Also wenn du kein Vertrauen zu mir hast, dann lass es doch bitte. Du bist auf einmal so anders. Dann lass es doch. Und warum musst du die Sachen heute noch haben? Ich muss ja die Sachen gar nicht heute noch haben. Du sei doch nicht ganz so beleidigt. Ich soll nicht beleidigt sein? Wenn du so tust, als wäre ich nur mit dir zusammen, weil ich von dir Informationen kriegen kann, die ich nachher teuer verkaufen kann, das unterstellst du mir doch. Überhaupt nicht. Ich habe sowas noch nicht mal angedeutet. Was hast du nicht? Schrei doch nicht so. Wer schreit denn hier? Mach doch, was du willst, aber unter solchen... Ich nimm dich doch zusammen. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe das nicht angedeutet und ich glaub's auch nicht. Gib dir ja die Unterlagen.
Wenn du sagst, du interessierst dich wegen deiner Untersuchung, dafür denn... Zwinge dich ja nicht dazu. Ach, das weiß ich. Sie bleiben auf alle Fälle an Benz dran. Ich gehe mal rasch mich nach diesem Paul Melchinger erkundigen. Hm? Sei vorsichtig, die Wohnungsschlüssel sind dran. Ja, selbstverständlich. Und wir treffen uns dann der Künstlerklause. Mhm. Ja, und pass auf, der Rückwärtsgang klemmt ein bisschen. Ja, und sei pünktlich, bitte. Ja? Ja, Hauptsache, du bist pünktlich. Wir haben hier so viele Leute auf dem Gelände beschäftigt. Selbstverständlich kann ich nicht für alle meine Hände ins Feuer legen. Aber wenn Sie sagen, dass es ja ohnehin nichts Geheimes gibt, dann ist das doch auch gar nicht nötig. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe Sie aber so verstanden. Die Ergebnisse der aus Steuergeldern finanzierten Forschung sind selbstverständlich... Bei der Polizei haben Sie mich schon vor ein paar Jahren rausgeschmissen. Und sowas wie das, da kriege ich doch jederzeit wieder. Aber erstmal musst du brummen. Kennst du die Höchststrafe für Industriespionage? Und außerdem liegt dir noch keine Anzeige vor. Oder? Endlich. Gehen Sie da bloß nicht rein. Was ist denn? Machen Sie das immer so? Was? Sie nehmen ein paar Verdächtige fest, lassen Sie ins Präsidium bringen. Und Sie, was machen Sie? Ich bringe Herrn Wörle. Das ist der Oberrat Dr. Mangold. Herrn Wörle, Ihren Freund. Sie haben einen wichtigen Fall von Industriespionage zu klären. Und dann Mord. Aber Sie gehen spazieren. Die Vernehmung überlassen Sie seelenruhig irgendjemand. Herr Benz ist nur ein kleiner Fisch und seine Freundin vermutlich ahnungslos. Ach nee, auf einmal? Erst war es Herr Wörle. Wissen Sie, dass Ihr Freund Sie in Verdacht hatte? Aber dann war er auf Benz umgeschwenkt. Und jetzt ist es wieder ein anderer. Aber der ist leider ertrunken. Der Boss der Bande ist ertrunken. Der Boss der Bande ist dieser Herr hier. Bitte. Was? Der? Tja. Leider werden wir ihm nicht viel anhaben können. Da ja keine Anzeige erstattet worden ist, werden wir ihn... Die Anzeige liegt vor. Da kann ich Sie beruhigen. Das ist das erste Mal, dass ich von Ihnen eine angenehme Nachricht höre. Sind wir uns einig? Vermutlich. Aber die angefangenen Fälle, die Sie mir auf den Tisch gelegt haben, sind mindestens 2 Jahre alt. Es wäre doch kriminaltaktischer Schwachsinn, wenn wir bei einem akuten Fall so lange warten würden, bis die frischen Spuren vertrocknet sind. Vorausgesetzt, sie existieren. In diesem Fall allerdings. Selbst wenn Sie recht hätten, was Sie vermutlich nicht haben, das war ein Unfall. Aber selbst mal unterstellt, es wäre Mord. Wer ist ermordet worden? Ein Gewaltverbrecher. Ein Mann, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Wer sollte daran wohl ein Interesse haben? Gerade weil das Motiv so undurchsichtig ist, ist der Fall so besonders interessant. Der Mann wurde irgendwo überfahren. Dann legte man ihn ausgerechnet vor ein Polizeirevier, damit wir ihn schnell finden. Vielleicht wollte jemand, dass die Fahndung abgebrochen wird. Das ist doch absurd. Vielleicht.
Nach meinen Informationen gibt's hier in der Gegenüber drei Restaurants. Da drüben Gut Maxau, dann hier die Rheinterrassen und bei der Raffinerie eine Tankstelle mit Restaurant. Da. Dann gehen Sie ins Gut Maxau. Aber glauben Sie nicht, dass das Essen auf Spesen geht. Ich gehe in die Rheinterrassen und in einer Stunde treffen wir uns in der Tankstelle, klar? Alles? Haben Sie die Fotos? Von Scholl. Nur eins, das Fahndungsfoto. Nicht das von heute Morgen, von der Leiche? Nein. Danke. Moment mal. Und nehmen Sie auch Erdproben, ja? Gut. Bitte. Danke. Ist das hier immer so leer? Ach, das ist ganz verschieden. Mal ist es rappelvoll, dann ist es wieder leer. Es kommt halt aufs Wetter an. Und auf die Saison überhaupt. In der Saison